Fritz mit. Was hast du da drin? Meister und der Name Chardonnay immer schwierig, aber das ist trotzdem auch gut. Oh, der Tonneau, der ist sehr gut. Den nehme ich mit nach Frankfurt. Den nimmst du mit nach Frankfurt? Der ist nach Frankfurt. Dann machst du einen schönen Abend. Ich gehe heute indisch essen. Oh, in der Ivory Club. Nehmt's am Mann. Oh, geil. Ach, guck mal. Schmidt, passt gut. Ein guter Freund von mir, der Nishi. Zwei am Holz. Der führt dich aus. Nee, dem gehört das Restaurant. Ach so. Und der hat die geilste Romanikondi-Karte in ganz Frankfurt. Echt? Zu Wahnsinnspreise. Ach Quatsch. Verrückt. Wo ist das? Aber Rousseau hat er jetzt gekriegt heute. Hi und hallo bei Born to be Wein. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, diesmal schlagen wir eine Brücke von der südlichen Weinstraße bis hin nach Rheinhessen. Denn Friedrich Becker vom Weingut Friedrich Becker aus der Pfalz ist zu Gast und er trifft hier auf Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus dem Wonnegau. Ja, und dieses Gespräch, das ist so inspirierend. Ständig kommt ein neuer Aspekt, höchst animierend wie eine richtig gute Flasche Wein. Und davon öffnen wir so einige. Also bleibt dran und viel Spaß. Abfall. Komm, dann stoßen wir nochmal an jetzt auf. Alle hopp. Chin, chin. Schön, dass ihr da seid. Friedrich Becker. Dein Vater heißt auch Friedrich, gell? Und der Sohn auch. Der Sohn auch, ja. Warum macht ihr das? Damit sie das Weingut nicht umbenennen müssen, oder? Ja, ich meine, die Etikette an die Entwurf. Ja. Die Etikette nicht ändern. Das ist die Ausgangsidee, wo ich funktioniere. Also ihr seid sparsame Familie? Ja. Ja, okay. Das, was man sparen ist. Investiert in den Wein. Ja, okay. Und jetzt haben wir was im Glas von dir? Wir haben einen Sekt. Das müsste frisch als 18er Jahrgang sein. Cuvée Salomé. Echt frisch degorgiert. Salomé, genau, das ist meine Nichte. Mhm. Haben wir damals 2004, als sie geboren wurde, haben wir angefangen, den Sekt so zu nennen. Aus großer Freude, das war das erste Kind oder das erste Enkelkind von meinem Vater. Mhm. Seit dem Salomé. Das ist ganz lecker, 2004. Oder? Mhm. Aber der ist jetzt was für ein Jahrgang? Was trinken wir da? Das ist zum größten Teil 2018er mit ein bisschen Altwein dabei. Altwein? Was du noch übrig gehabt hast? Was weg musste. Jetzt kommt ein Sekt. Das heißt, du machst aber auch gezielt halt Jahrgangs-Cuvées à la Grand Cuvée. Ja, genau. Also ich mache, der letzte Jahrgangs-Sekt, den wir gemacht haben, war 2010. Mhm. Wo es halt richtig gepasst hat, haben wir viel Sekt gemacht. Mhm. Weil das Säurebetont ist ja. Dieses Jahr vielleicht mal wieder, gucken wir mal. Kann passieren, ne? Ja, ist doch gut. Wie ist bei uns witterungstechnisch? Mal eine kleine Frage. Ich habe gehört, es war auch ein bisschen turbulent. Es war sehr turbulent sogar. Habt ihr Hagelwasser gekriegt? Zum Glück nicht. Wir haben Frosch gehabt, einiges. Mhm. Wobei es jetzt alles recht gut verwachsen hat wieder, zum Glück. Mhm. Die Beiaugen sind ausgetrieben. Die was sind da ausgetrieben? Die Beiaugen. Du hast die Knubbel, die Knospen. Ja. Und wenn die erfrieren, ja, dann ist immer noch die Chance, dass eine weiter unten liegende Knospe dann austreibt. Okay. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass es passiert ist. Ah, okay. Da guckst du halt dumm aus der Wäsche. Ja. In ganz mehr guckst du. Ja. Aber ihr habt Glück gehabt. Wir haben Frosch gehabt und haben echt auch geschwitzt dann. Ja. Aber es hat sich recht gut kompensiert. Also es hängt was drin. Weniger als weniger, klar. Weniger als sonst. Klar, wir haben viel Regen gehabt. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Das war problematisch. Wir haben ein groß angelegtes Bio-Projekt gehabt. Wir sind nur noch kein zertifizierter Biobetrieb. Machen jetzt seit ein paar Jahren Experimente und haben das jetzt größer angelegt gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, stopp. Mhm. Weil es sind einige Anlagen bei uns, gerade der Bio-Winzer, wo ein Totalausfall zu verzeichnen ist dieses Jahr. Das war also Perro halt. Das ist vergleichbar gewesen mit 2016, wenn du so willst, zumindest von der Regelfälle her. Und 2016 haben wir ja auch damals 40%, da waren wir auch noch früher in der Bioentwicklung, haben 40% von dem verloren, was wir gemacht haben, weil wir es einfach aber auch nicht besser wussten, beziehungsweise du seit der Zeit bist ja sensibel. Ne? Also wir haben dieses Jahr, wir haben jetzt 17 immer Pflanzenschutz gemacht, also von daher und haben alles ist gut, aber nur deswegen. Also du musst halt schon ganz, ganz früh drin sein. Also als ich bei dir war zu Besuch, da hat es ja auch wirklich wie aus Gießkannen, hat es da den ganzen Tag irgendwie. Ja, für eine Seite brauchen wir auch Wasser, wir hatten letztes Jahr zu wenig. Ne? Ja. Wir haben einen ganz richtig guten Mann eingestellt vor 2 Jahren, der auch sehr bioaffin ist und Erfahrung hat. Und dann haben wir jetzt halt gesagt, eigentlich stellen wir jetzt sukzessive oben. Aber dieses Jahr war es halt einfach nicht möglich zu spritzen, es war zu nass. Du konntest gar nicht in die Weinberge reinfahren. Mhm. Also es war wirklich richtig nass und dann kannst du halt nicht spritzen. Ja, und wenn du gespritzt hast, dann hat es gleich eine Stunde später wieder geregnet. Dann konnte ich gerade nochmal ausfahren. Ja. Und irgendwann war halt dann so massiv Perro auf die Scheine dann, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal. Pilz, ne? Ja. Perenusbara, ja. Mehltau, das ist ganz fies. Mhm. Wenn der halt auf die Gescheine wächst und dann führt das halt zum Totalausfall mit ihm. Falsche. Ja, okay. Es gibt einige Winzer, die wirklich 100% Ausfall haben. Echt? Ja. Sehr verrückt. Totalausfall. Das heißt, es ist alles weg, du kannst nichts ernten. Aber bei euch ist alles gesund. Gell? Ich habe auch bei dir gesehen, also so die Trauben, das ist gesund. Du siehst hier und da, ne? Du siehst es natürlich hier und da mal, weil es ist trotzdem alles natürlich. Du hast im Öko-Weinbau immer nur Kontaktfungizide und du schaffst nie zu 1000, also zu 100% alles gut, aber im Großen und Ganzen ja schon. Ja.
Jetzt muss man mal sagen, du kommst aus der Südpfalz, gell? Friedrich, erzähl mal genau, wo du herkommst, aus Schweigen. Schweigen am Deutschen Weintor, genau. Südlichste Südpfalz. Ja, also eigentlich schon die Grenze tatsächlich zum Elsass rüber, ne? Ja. Also direkt, ja. Kannst rüber gucken. Absolut, wir sind auch die meiste Zeit, wenn wir in Weinberg sind, sind wir die meiste Zeit im heutigen Frankreich. Also, ja. Elsass, ne? Also deine Weinberge sind ja fast alle da drüben, ja. Oder? Ja, über 70%, ja. Genau. Was aber bei uns im Ort normal ist, das ist für jeden Winzer normal. Okay. Das ist nicht nur bei uns im Weingut, sondern für alle, weil unsere Gemeinde Schweigen war früher quasi der Viehhof des Klosters Weißenburg. Mhm. Die Schweigener Winzer haben schon immer die Weinberge bewirtschaftet und in Weißenburg gab es nie Winzer. Mhm. Und die Grenze hat sich ja ab und an mal verschoben. Ja. Deswegen ist es heute halt so, dass die Schweigener Winzer ihre Weinberge zum Großteil in Weißenburg, also im Elsass, haben. Ja, also eigentlich bist du quasi ein französischer Winzer. Aber ist trotzdem deutscher Wein. Grenzgänger, ne? Ja. Genau, wir dürfen deutsche Weine erzeugen, aus französischen Trauben, aber nur aus Weinbergen, die rund um Schweigen liegen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht ins Elsass fahren, noch hin nach Straßburg und dort Trauben kaufen und da Weinberge pachten und deutsche Weine machen, das geht nicht. Okay. Nur mit den historisch Schweigener Weinbergen. Mhm. Das heißt auch alles Schweigener Sonnenberg. Ah ja, okay. So, und deine Familie, also du bist, glaube ich, 8. Generation jetzt? Die 7. Die 7. Oh. Meine Kinder hoffentlich die 8. Schauen wir mal. Wieder alles falsch gemacht ist. Aber ist okay, gut. Also 7. Generation. Und seitdem macht ihr Wein, aber mit Unterbrechungen. Ja, das hängt auch mit der bewegten Historie zusammen, also mit der Grenzgeschichte. Mhm. Wir wissen ja alle wahrscheinlich, dass das Elsass ab und zu mal deutsch war und französisch. Mhm. Dann war zum Teil komplett linksrheinisch alles französisch. Also wir waren öfter auch mal französisch in Schweigen. Die blöde Unterbrechung war von 1940 eigentlich, kann man sagen, bis 1973. Und 1940 wurde der Ort zerstört. War dann evakuiert und dann mehrfach umkämpft. Und seit 1944, 1945, als die Amerikaner kamen, war er dann komplett zerstört. Und dann, als mein Großvater aus dem Krieg zurückkam, das war 1946, war es dann so, dass natürlich andere Probleme da waren, als jetzt Qualitätsweine zu erzeugen. Ja, aber ihr durftet dann auch gar nicht mehr rüber, ne? Nee, an die Weinberge. Ja, genau, die waren zwangsenteignet. Mhm. Man quasi, mein Großvater konnte vom Weingut auf die Weinberge gucken, aber durfte nicht hin, für 10 Jahre. Mhm. Ja, ganz krass. Ja. Kannst du dir halt nicht vorstellen heute, ne? Nee. Jochen, du kommst aus dem Wonnegau. Das ist nur eine Stunde Fahrt, glaube ich, bis dahin in die Südpfalz. Manchmal ist Stau, ne, Fritz? Okay. Stau ist Jochen, es Jochen anders. Baut eine Dreiviertelstunde. Das eine Dreiviertelstunde. Jochen, der fliegt. Der deswegen eine halbe auf Stunde. Der Führerschein. Oh, ja. Böses Thema. Aber tatsächlich, wie war das bei euch nach dem Krieg? Das ging ganz normal. Wie war das bei dir geschichtlich? Ja. Ist tatsächlich unproblematischer gewesen, wobei man sagen muss, dass es bei uns halt so war, dass meine Großmutter, die waren 3 Geschwister nach dem Krieg halt auch alleine. Mhm. Und wo der Betrieb dann geteilt wurde, also gedrittelt wurde, ne? Das wie klassisch immer die Abfolge war. Okay. Und dadurch halt die Betriebe aufgeteilt wurden. Unser Betrieb damals eigentlich gar nicht mehr die Existenzgrundlage hat, um weiter zu funktionieren. Der war damals eigentlich ein stattlicher Betrieb vorher. Mhm. Wurde immer kleiner. So. Wurde immer kleiner. Und je dann mehr hat Kinder, meine, desto kleiner. Ja, und dann hat meine Großmutter dann einen Bauern geheiratet aus Gerodernheim. Früher ist es Weingut Sauer, dann ist es 30er. Mhm. Und die haben aber halt mit sehr, sehr überschaubare Mittel begonnen und haben dann, es war ein Gemischbetrieb, Landwirtschaft, Weinbau, und die haben kein Interesse am Weinbau, die haben halt mehr Landwirtschaft gemacht zu der Zeit. Ich glaube, wie der Fritz gesagt hat, da waren andere Sachen wichtiger. Ja. Und dann haben die Vieh gehabt, Milchvieh. Ich habe immer gehört, dass die halt auch die Milch ausgetragen haben und Kram. Okay. Und erst mal Eltern waren diejenigen, die in den 70er angefangen haben, sich mit Qualitätswein zu beschäftigen. Mhm. Bei deinem Opa war das, glaube ich, auch so. Der hat dann die Genossenschaft mitgegründet oder so, genau. Weil sich dann alle irgendwie zusammentun mussten. Ja, das war ja alles kaputt. Ja. Also unser Ort war wirklich zu 95% zerstört. Mhm. Von unserem Betrieb stand nur noch eine Außenmauer. Vorher war ein Gasthaus da, ein Restaurant, ein kleines Gästehaus und ein Hotel, Weingut. War alles weg. Ja, ja. Und dann haben sie halt die Genossenschaft gegründet, haben sich zusammengetan, die Winzer, und haben ihren Wein zusammen gemacht. So, und mittlerweile lebt ihr eigentlich so diesen europäischen Gedanken, oder? So komplett. Bei uns ist wirklich gelebt in Europa, das kann man sagen, das funktioniert auch. Ja. Ja, ich bin aber relativ effizient auch. Also ja. Die Kommunikation ist gut, grenzüberschreitend. Das funktioniert, ja. Ja. Und überhaupt ist die Region, ich glaube, die steht so für gutes Essen und viel guten Wein trinken. Und ich habe gerade schon gedacht, ich war schon lange nicht in Schweigen. Jetzt mal wieder Zeit. Aber das ist wirklich so eine Genussregion, wie so ein bisschen, dann, oder? Sprachlich, ja. Fritz, im Umkreis, dann halt direkt Französisch, oder? Nee, du, die also historisch gesehen haben die Elsässer immer Deutsch gesprochen. Ja. Das ist ein deutscher Dialekt, das ist dem Pfälzischen sehr ähnlich. Und je weiter du südlich kommst, desto alemannischer wird es halt. Mhm. Aber jetzt die Elsässer auf der französischen Seite sprechen wie mir. Ja.
Also so mit, wie hier auch, die Dialekte sind ja unterschiedlich. Aber es ist auch so, dass unser Schweigener Dialekt jetzt anders ist wie der Landauer oder so. Mhm. Und das ist dann halt auch so. Aber die Sprache. Gibst du dir jetzt Mühe für uns sehr anders? Sogar. Ja? Sogar, ja. Ach so. Meine Mutter hat immer Hochdeutsch gesprochen, aber das, okay, was ich jetzt mache, ist so das höchste der Gefühle. Ah, okay. Du machst das sehr gut. Friedrich, authentisch super bleiben. Sehr authentisch. Ey, man kann ja nicht sein, was man nicht ist. Ne? Ich bin halt ein Pferd, aber ist auch gut ja? so. Ist doch auch gut so. So, Fall, und ja, jetzt haben wir so einen schönen Sekt im Glas und eigentlich haben wir noch gar nichts zu dem Sekt gesagt. Ja. Fritz hat schon ja, gesagt, ist, gesagt, ist ein Burgunder-Cuvée, also verschiedene. Wie er schmeckt. Ich finde ihn sehr schön, er hat so was Weiches, was Rundes. Deswegen passt, was wir gesagt haben, Hauptjahrgang 18. Ich finde ja von Ebe, als ich reingerochen und probiert habe, habe ich gedacht, es ist schon spannend, wenn du siehst, was in Deutschland so mit der Sekte passiert ist. Ich meine, ich habe jetzt den Sekt nicht zum ersten Mal getrunken und ich finde es immer bank. Er ist super schön. Freut mich. Ohne das zu haben, was ich nicht so abkann. Auch wenn die Reste drin sind. Ach so, ja, genau. Der Sekt ist, ich meine, im Endeffekt, wenn man es aus der, sagen wir mal, Rotweinwinzer- oder Burgunderweinwinzer-Perspektive sieht, ist der Sekt aus einem quasi unreifer Traube gemacht. Ne? Wenn man's mal, das sind nur Trauben, die einen sehr geringen natürlichen Alkohol haben. Die erntet man sehr früh. Da würde man jetzt, wenn man Weißwein draus macht, also einen Stillwein, würde man sagen, die sind physiologisch unreif. Ja. Aber ja, beim Sekt muss man komplett anders denken. Umdenken. Macht das ja dir deswegen so viel Spaß, Sekt zu machen? Auch, ja. Ja, weil, oder? Weil wenn man nur, du bist ein Burgunderweingut, gell? Ja, ja. Ganz deswegen habe ich extra einen Riesling mitgebracht. Sehr gut. Sehr gut. Das passt, ja. Das ist, ich glaube, auch da, wir hatten ja auch schon andere Winzer da, wir hatten Julian Huber zum Beispiel, da Friedrich Keller, wo er erzählt hat, es geht viel um die Genetik. Ja. Und bei dir war es ja auch so, dass dein Vater schon früh halt auch großes Gespür dafür hat, gute Reben zu pflanzen. Genau, der wusste das, dass Schweigen war bekannt für Burgunder-Rebsorte vor dem Krieg. Nach dem Krieg das natürlich, das ging komplett verloren, weil kein Mensch wollte trockene Burgunder trinken aus der Pfalz. Das war halt, das war ein richtiger Cut. Früher wurden die versteigert in Fuderfässer zum Großteil. Das war immer so, dass der Weinhandel quasi in jüdischer Hand war. 1935 gab es dann die Nürnberger Gesetze und dann von heute auf morgen durften die jüdischen Weinhändler auf einmal keinen Wein mehr verkaufen. Auch krass. Dann war halt von jetzt auf nachher war der komplette Absatzmarkt kaputt. Also das war alles, wie wenn heute alle Weinhändler irgendwie sagst, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten, dann muss ich alles wieder neu finden. Und das war natürlich eine Katastrophe. Und eben vorher waren die Weine aus Schweigen schon recht begehrt und auch teuer. Also jetzt Tokaja, das ist also Grauburgunder, hieß früher Tokaja, Gewürztraminer und auch Rotburgunder, Spätburgunder. Ja. Aber das war dann halt von einem aufs andere weg. Weg. Und dann wurde auf ein ganz anderes Pferd gesetzt. Ja. Also eher auf Menge und einfach. Wie überall in Deutschland. Ich würde sagen, das ist ja generell so. Und da hast du ja ganz, ganz viele gute Klone oder gute Selektionen verloren, weil es irgendwann nur noch um Masse ging. Und die Rebzuchtanstalle haben nur noch Masse vermehrt, wo viel Ertrag von pro Rebe runterkam. Ja. Das war halt aus deren Perspektive. Damals war das natürlich auch legitim. Also mein Großvater, als der, die haben ja bei Null angefangen, da war nichts mehr da. Der wollte natürlich irgendwie gucken, wie komme ich wieder hoch. Und da haben die halt gepflanzt, was Masse bringt, weil die Genossenschaft natürlich hat Vertrag bezahlt. Da haben wir geguckt, dass sie so viel wie möglich Traube produzieren. Wo haben die denn überhaupt gepflanzt? Weil die konnten ja nicht mehr dahin, wo sie vorher waren. Das ist auch ein Problem, in Anführungsstrichen. Und wurde halt nach dem Krieg wurde dann halt in die Ebene gepflanzt, wo früher nur Äcker waren, also schwere Böden. War es dann Böde. Auch nicht mehr so dolle im Wein? Ja, aus deren Perspektive war es auch schlau, weil es halt deutlich ertragsreicher ist. Und die Weinberge, einfacher zu bewirtschaften. Ja, und auch da wächst halt einfach viel mehr. Unsere Toplare sind schon sehr karg. Also es sind Kalkstein. Wir haben das Glück, dass wir viel Kalkstein haben. Und da ist zum Großteil sehr geringe Auflage drauf und dann wächst halt der zu viel. Also die Erträge sind eher gering, was uns heute mit unserem heutigen Denken halt sehr zugutekommt. Ne? Ja, ja. Wir haben halt geringe Erträge, ohne jetzt Ertragsreduktion machen zu müssen und haben halt eine gute Qualität. Also sind wir schon wirklich gesegnet, kann man sagen. Ja. Aber das war damals halt genau das, was man nicht wollte. Und deswegen haben sie halt in die Ackerfläche gepflanzt und mein Vater konnte dann halt nach und nach sehr gute Weinberge kaufen. Für einen Klick auf einen Knopf, wie wir sagen, also ganz günstig, weil die keiner mehr wollten. Dann haben sie alle ausgelacht, da haben gesagt, der Bäcker, der spinnt total, der ist bald pleite. Der macht, weil du wachst ja nichts. Das war immer so. Dein Vater war schon auch damals, als er angefangen hat, der hat eine Vision gehabt, gell? Ja. Das war schon, aber auch ein Dickkopf, gell? Auf jeden Fall, das hat er mir auch vererbt. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Ja, zwei Dickköpfe im Unternehmen jetzt, ja? Wie geht das so? Wie ging denn so der Übergang? Och, du eigentlich ganz gut. Ja? Mein Vater spricht nicht viel. Da kann man dann schon mal viel Konfliktpotenzial dann aus dem Weg schaffen. Aber mein Vater hat zur Überraschung von ganz vielen Leuten, als ich in den Betrieb kam, 2005, und ich gesagt, jetzt machen wir mal. Ja, machen lassen. Das hat mich selbst cool. auch extrem überrascht. Ja.
Dann machen wir, zeigen wir, was du gelernt hast, so auf die Art. Ne? Zu meinem Glück, sonst hätte ich irgendwann gesagt, leg mich am Arsch, ich bin weg. Ja, weil das sieht man ja auch oft, dass Kollege halt, also junge Kollege in den Betrieb einsteigen und dann der Alte immer noch da ist und sagt, du machst das jetzt aber so, wie ich es gemacht habe. Ja. Gerade in einem Betrieb wie bei dir, wo der Vater halt auch echt schon weit war, ne? Ja. Und an sich muss man sagen, ne? War schon ist eine... Ich meine, bei mir war das auch so, aber ich glaube, bei meinen Eltern war es eine ganz andere Ausgangsposition, ne? Und das ist genau das, wenn du dann Gas geben kannst und kannst dich verwirklichen, ist eine ganz andere Nummer, wie wenn du halt mit 45 so Bub bist, darf schon mal. Aber übertreibst du nicht. Ja, genau. Aber wo? Ich habe das ganz oft erlebt im nächsten Bekanntenkreis, dass es so ist. Und gut, aber der Vater macht ja immer noch mit und der wird ja auch immer noch so seine Linie haben. Wenn wir einen dickeren Kopf her, dann passt das schon. Da trinke ich nochmal drauf. Nee, das kann ja auch positiv sein. Ja, okay. Als Ansporn. Ihr reibt euch. Weiter. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil er hält sich schon raus. Er macht unser Ding, also in Pension offiziell. Mhm. Er kriegt quasi seinen alten Teil, in Anführungsstriche. Ja, aber großzügig er an dem Tag, wo ich da war, war er auch im Weinberg. Ja, immer. Ja, jeden Tag. Ja. Er ist jeden Tag da. Ja, ist aber ja auch toll. Was will er auch machen, ne? Ja, das ist sein Leben und da wird immer, ich sag mal, der stirbt mal im Weinberg irgendwann und der will das auch gar nicht anders. Ja. Der will jetzt nicht, auch wenn er es könnte, was weiß ich, wo lebe auf der Welt, irgendwo in der Karibik oder so. Ja. Aber das wollen die alle gar nicht. Nee. Der macht das, was ihm Spaß macht, der geht in den Weinberg, macht sein Ding und das macht er super und ist alles gut, das passt dann. Mag er denn die Weine jetzt heute, die du machst? Das musst du ihn fragen, weil er mir sagt, er verrottert das nicht. Ich habe von meinem Vater noch nie ein Lob gekriegt, in irgendeiner Art und Weise. Okay. Da habe ich mich aber abgefunden über die Jahre. Früher habe ich es gesucht und gewollt, das will man ja, ne? Aber habe ich mich davor verabschiedet, dass es mal kommt. Das ist halt die Generation. Das ist die Generation, krass. Ja, krass, ja. Aber da habe ich ja ein bisschen mehr Glück. Ne? Aber andere Leute sagt er das dann. Das ist ja auch dann wieder schön. Ja, ich höre das dann über andere und so, aber direkt so, sage ich, gut gemacht oder so, keine Chance. Ja. Aber der hat es halt auch von seinem Vater nie, das hat es nicht gelernt. Ja. Ah ja, wie sagt man, nichts gesagt ist genug gelobt, gell? Ja. Nicht geschändet ist genug gelobt. Genau. Nach dem Motto, genau. Ja, da hast du jetzt speziell mit der Ute, die da eher, da hast du ein bisschen mehr Glück, oder? Ja. Gott sei Dank, das ist gut. Ich meine, wir haben ja auch, uns war es ja im Endeffekt so, dass wir auch alles auf den Kopf gestellt haben. Und dann machst du ja als junge Winzer, das weißt du auch genug Fehler. Oder probierst dich aus und da gehen Sachen schief. Und dann kannst du, wenn du dann nicht direkt eins auf den Deckel kriegst und sagst, Sager kann ich nichts oder sowas. Ja. Ist das schon gut, wenn du einfach die Rückendeckung hast? Ja, so wenn du jetzt so an der französischen Grenze bist, ist denn das auch so, dass du sagst, diese französische Art Wein zu machen, ist für dich so stilprägend? Ist das das, wo du... Das ist jetzt ein kompliziertes Thema, aber was ist die französische Art Wein zu machen? Naja, der französische Burgunder. Also wenn ich den Jochen, immer mich den Jochen frage, was ihn total flasht, dann sagt er, ne, oh, die Champagne, das Burgund... Ne, das ist schon, glaube ich, für alle Winzer, oder? So, die es richtig ernst meinen, erstmal so was irgendwie geil ist. Ich glaube, weil es damit so zusammenhängt, wenn wir bestimmte Rebsorte halt nach unserem Ideal ausgebaut suchen, finden wir die halt ganz, ganz oft in der klassischen Welt, also vor allem in Frankreich, weil die halt, glaube ich, schon viel früher auf dem, auch nicht überall, ne, aber in viele, viele Ecken halt einfach einen guten Job gemacht haben. Ja. Und würdest du das jetzt nicht sagen? Ja, doch schon. Hast du dich da nicht hin orientiert, oder? Ja, also du hast ja als Winzer, ich würde mal sagen, du hast deine Vorbilder, du hast Weine, die du gern trinkst und sagst, sowas würde ich gern machen. Das ist, das hat jeder Winzer. Du hast deine Vision, ist vielleicht zu viel gesagt, aber du hast dein Ideal. Mhm. Und wenn dann die Voraussetzungen ungefähr gegeben sind, dann versuchst du, dem Ideal quasi nachzugehen. Mhm. Das ist das schon. Ja. Und französische Art ist, wenn ich die Franzosen, wenn sie es verstehen würden, wahrscheinlich die würden mich killen. Würden mich hauen oder was. Aber das ist schon, was wirklich wichtig ist, schon ein bisschen französische Art, dieses Laissez-faire, also ein bisschen machen lassen. Das ist gerade so ein Wunder ganz wichtig. Einfach nicht zu viel Aktion machen. Du sagst ja auch, du machst alles nach dem Bauch. Ja, ich bin auch ein fauler Kerl, bin ich ganz ehrlich. Ich bin schlecht organisiert und faul. Aber ich sage immer, wenn die Menschheit nicht faul wird, wird sie noch in der Höhle leben. Also das ist wirklich ganz wichtig, gerade wenn man Burgunder macht, dass man nicht zu viel Aktion macht. Okay. Wir gehen jetzt mal von top drauf im Wein gut aus. Mhm. Einfach nicht zu viel machen, nicht zu viel einfach mal Ruhe. Machen lassen. Mhm. Je weniger, desto besser, wenn du gute Traube hast. Mhm. Das hat der Hans-Günther Schwarz geprägt, den Satz, aber den finde ich super. Zur richtigen Zeit das Falsche unterlassen.
Das konnte nichts tun, so nennst du das. Ja, ne? Kontrolliertes Nichtstun. Ja, genau. Ja, aber ja. Es hört sich platt an und langweilig, aber genauso ist es. Es gibt viel so Aktionismus, ne? Ja. Wo man denkt, das muss ich jetzt nochmal oder ich habe gerade nichts zu tun, also mache ich das oder ich gehe in die Maschinen, genau, also das, muss ich die nutzen. Genau. Und das ist Schwachsinn, ganz oft, ganz, ganz oft. Also sich selbst auch manchmal bremsen. Ja, viel macht die Zeit, ne? Das darfst du nicht vergessen. Und das Grundmaterial muss halt stimmen. Das ist auch, würde ich dir widersprechen, weil im Endeffekt ich auch weiß, dass bei euch ja auch die Traube in höchster Güte produziert werden. Und das geht nicht mit Fauler. Das geht nur, da muss man viel machen. In Weinberg. In Weinberg. Aber später ist es 100%ig so, dass du halt echt klar selektioniert lese und dann... Aber das habe ich ja gesagt, ich gehe von perfektem Lesegut aus und ab dann, je weniger, desto mehr. Also mal lochen im Weinberg und dann... Ja, das hört sich immer, das sagt dir dann jeder Winzer, weil die Qualität entsteht im Weinberg, bla bla bla, aber es ist halt einfach so. Das ist halt sogar, was wir machen. Das gehört, man kommt sich immer blöd vor als Winzer, wenn man das dann wieder so vorkaut, aber es ist so. Das ruhig aber das muss die Grundlage sein, ne? Das ist ganz klar. Ist einfach so. Es gibt ja für uns heute keine schlechte Jahre mehr, sondern im Endeffekt für die Winzer sind es dann nur kleine Jahre. Weil im Endeffekt alles, was nicht ist, schmeißen wir weg und den Rest behalten wir. Aber schlechte Jahrgänge können wir uns nicht mehr erlauben. Genau. Jetzt hast du einen Wein eingeschenkt, der eigentlich auch ein bisschen von... Inspiriert von Fritz seiner Sektidee. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe einen Riesling mitgebracht und wir haben ja so ein bisschen bei uns in Deutschland das Thema, dass gerade im Einstiegsbereich oftmals Riesling verschrien ist, weil es dann doch sauer ist, wenn es jung ist oder unharmonisch ist und die Leute einfach sagen, gib mir einen Grauburgunder, dann habe ich alles das, was ich habe. Und ich habe irgendwie gedacht, es kann nicht sein, dass wir immer mehr Burgunder machen, auch wenn ich Burgunder gern habe, sondern wir sind 60% Rieslingbetrieb und dann muss ich ja irgendwie gucken, was du machen kannst. Und ich trinke auch sehr gern Champagner, aber ich war auch oft in Champagner und fand dann genau das Thema, dass du halt mit verschiedenen Jahrgängen halt einmal zum einen auch die positive Eigenschaften der verschiedenen Jahre rausarbeiten kannst. Auf der anderen Seite beim Riesling halt den positiven Effekt hast, dass wenn Riesling mal ein bisschen reifer ist, ist es auch deutlich harmonischer und runder. Also sind wir hingegangen und habe gesagt, ich will nicht unbedingt einen Jahrgang prägen, sondern einen Geschmackstyp vom Riesling. Und habe dann angefangen am ersten Jahr, das ist jetzt das zweite schon, und dann haben wir den Jahrgang 17, 18, 19 kuvertiert, also wo wir bewusst zurückgehalten haben, aber auch mit einer Idee. Ich habe es auch mit 16 schon probiert, 16, 17, 18 ist gescheitert, weil ich in 16 noch zu phenolreich gearbeitet habe. Und dann habe ich bewusst, muss man wie beim Sekt, beim Wein auch, gucke, dass man die Phenole eher ein bisschen im Griff hat und dann, also weniger Standzeit oder sowas, und dann haben wir mit 17 auch im Jahr, was eine schöne Mineralität hat, gute Druck, schöne Reife, aber trotzdem auch ein bisschen kühler, 18 warm, opulent, eben auch beim Sekt, auch weicher, runder, ne? Und dann 19 wieder geschliffen, schöne Mineralität, gute Saft, und 20 im Endeffekt ein bisschen wärmer als 19, aber auch so ein bisschen eingepackter, runder, aber trotzdem auch ein guter Grip. Und das haben wir da drin. Einfach ein Riesling, der Spaß machen soll. Wir haben ganz bewusst, der vorne nichts draufsteht, steht nur Vintages drauf, weil man einfach gesagt hat, nimm die Leute mal unvoreingenommen, einfach ein guter Wein zu trinken. Dass die keine Angst haben vor Riesling. Trink doch einfach mal, und es ist ein guter Wein. Das ist rund, das ist saftig, das ist trocken, weil es hat Schmelz, ist auch auf eine gewisse Art und Weise unkompliziert. Ja. Als Winzer will ich eigentlich nicht hören, dass dabei unkompliziert sind, aber es ist trotzdem aber so. Manchmal bis abends auch einfach mal einen schönen Wein trinken. Genau, weil er so geworden ist auch. Ne? Es wird natürliche Hefe vergoren, ganz normal. Es ist das klassische Spiel, aber hat er die Zeit gehabt, auch sich zu öffnen. Was sagst du zu dem Wein, Friedrich? Kann man trinken? Ich nehme falls relativ hohes Kompliment. Kannst ruhig alles sagen. Ganz genau, das ist ein riesiges Kompliment. Ja. Ist gut. Ja. Ja. Muss Spaß machen, trinken, fertig. Wenn ich jetzt gerade kann, ich nicht saufen, wäre schlecht. Das würdest du wahrscheinlich das nicht Gegenteil sagen. Dann. Ja, doch, im Mirren kann ich es sagen. Aber Gott sei Dank, krass. Das finde ich auch, das kann man schon sagen. Aber nee, wunderbar. Das ist eine gute Idee. Das ist im Ausland, also bei jetzt in Spanien zum Beispiel, das ist gang und gäbe. Genau. Da sind verschiedene Rotweinjahrgänge küvettieren, einfach um zu gucken, hey, was ich die verschiedenen Vorzüge des Jahrgangs kombinieren kann. Wir sind ja immer so jahrgangstreu, ne? Und das gibt es bei uns einfach nicht. Ich habe auch immer gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht? Gerade beim Riesling. Gerade beim Riesling, wo wir die Probleme haben, dass wir eigentlich eine sensationelle Rebsort haben, aber die halt einfach ihre Zeit brauchen. Und da steht jetzt Edition 2 drauf. Das ist so die Abgrenzung, dass wenn ich Vintages 1 zu Hause habe. Die zweite Version. Ne, wir haben es ganz, ganz cool gemacht, dass wir da hinten drauf einen QR-Code haben. Dann kriegst du auch erklärt, was die verschiedenen Jahrgänge sind. In einem kleinen Kurzvideo. Das hast du ja bei Krug abgeguckt wahrscheinlich. Ja, Mensch, da hätte ich ID gemacht. Das wollte ich aber eigentlich machen, aber ich habe es nicht hingekriegt so schnell. Was hast du dann gemacht? Krug hat auf jedem, da kannst du so ID quasi eingeben in eine App und dann hast du dann hinterher, kriegst du genau aufgezeigt, was da für Jahrgänge drin sind. Oh, das ist total spannend. Find. Und auch super gemacht, weil du es auch beschrieben kriegst, was da drin ist und dadurch halt auch die Unterschiede mitkriegst. So modern war man nicht, aber
Aber es ist trotzdem... Ganz nah dran. Ja. Ganz nah dran. Wir fangen an. 20 ist auch noch drin, hast du gesagt. 20 bringt die Frische. Im Endeffekt 17 bringt die Reife. So ein bisschen die ne? Das ist auch Restsüßepartie aus dem Rosengarten. Also was Florales, aber auch eine gute, schöne Firne hat. Im positiven Sinn. Und 20 ist halt ein junger, aufgeregter Jager. Und noch ein bisschen hefische, so ein bisschen Note drin. Ja. Kräutrisch, würzig. Und 19 und 18 sind so die, würde ich sagen, gestandene Sachen. Ja. Wie, genau, einfach zum Trinken, schön zum Trinken, fertig. Ich habe einfach gedacht. Ja, aber auch schon anspruchsvoll. Oder? Das kann einfaches da auffallen. Ich habe es, ist so, aber ist ja bei uns eh nicht so. Ne? Wir sind ja eher immer ein bisschen kraftvoller, südliches Reise. Aber ich probiere es einfach mal so. Probieren es aber im Endeffekt auch genau. Wenn du das so sagst, das kann ich schon. Zum Trinken ist er auch gemacht. Sag ich ja, 100%. Ja. Aber jetzt nochmal zurück hier zu, also dein Vater hat das 73 dann gegründet, das Weingut. Und die Vorbild waren, kann man das sagen, dass ein bisschen dieses Weingut Repolz auch so ein bisschen Vorbild war? Ja, mit Sicherheit. Repolz, Wehrheim, das waren so die Flaggschiffe des Gruppen. Freunde, ne? Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Das kam später. Weil das waren ja die ersten, oder waren das die ersten, aber schon eines der wenigen Weingüter, die eben wirklich trockene Weine schon produziert haben zu der Zeit. Das habt ihr dann auch gemacht. Daraus ist heute entstanden dieser Fünf-Freunde-Club. Erzähl mal. Ist schon ein paar Jahre. Jetzt, 30 Jahre. Ja. Seit letztem Jahr. Die fünf Freunde, wie gesagt, mein Vater hat als Vorbild ganz klar den alten Repuls gehabt, der relativ früh gestorben ist, dann der alte Wehrheim. Ja. Heinz, der jetzt erst 2 oder 3 Jahre erst tot ist, der ist sehr alt geworden, war immer noch topfit im Alter. Ja. Die haben halt damals auch schon trockene Weine gemacht. Das war ja sehr kurios. Mhm. Ne? 50er, 60er Jahre, das war völlig ungewöhnlich. Ja. Und das war schon auf jeden Fall Vorbild für meinen Vater. Ja, und dann hat er das gemacht und zwar am Anfang war es relativ schwer. Da hat man kein Geld mit verdient, oder? Ja. Wir waren auch ein Gemischtbetrieb, nicht nur Weinbau, sondern wir waren auch, mein Vater hat Schweine gezüchtet, da hat das meiste Geld verdient und ein bisschen Ackerbau gehabt und Rebschule hat er noch gemacht. Ja, okay. Und erst sukzessive konnte er dann quasi im Vollerwerb einbauen. Aber das hast du ja viel von der Erste gehört, die trockene Weine in Deutschland gemacht haben, in der Zeit, wo Restsüße ein großes Thema war. Ne? Die wurden nicht beachtet. Mhm. Die haben eigentlich den Weinstil anfangen zu prägen, wo er hin muss. Das ist ein harter Kampf eigentlich, gell? Ja, ja. Da muss man auch ein Dickkopf sein. Ich habe schon nicht vergessen, in der Zeit, in der wir heute leben, ist ja ein großes Glück von uns, dass man halt auch die Wertschätzung für das kriegen, was man machen. Die Öffentlichkeit haben, beziehungsweise auch diese Aufmerksamkeit gegenüber dem. Das ist schon cool. Wir sind nur in den Hype reingewachsen quasi über die Musik. Ich glaube, wir haben am Anfang noch mitgemacht. Und dann aber auch voll mit reingewachsen. Ja, der Schwung war schon da. Nein, ist ja auch schon 20. Erschreckend, gell? Was seid ihr noch so jung? Ich erinnere mich immer gerne, als ich in Baden war, im dritten Lehrjahr, beim Joachim Heger war es immer noch so, zum Beispiel, dass die Pals, habe ich so die Baden angedenkt, wir sind hier und ihr seid hier. Mhm. Und Rheinhessen war noch gar nicht auf der Baden. Ja, Hessen war noch gar nicht da. War noch gar nicht da. Gab's die Frauenmilch oder was? Also aus deren Perspektive halt. Ne? Ja. Das hat sich halt schon in den letzten 20 Jahren massiv geändert. Und diesen Schwung, sage ich immer, dieser Anlauf war schon da und wir haben den halt ausgenutzt dann. Ja. Also die Junge. Also ob das Rheinhessen ist oder Pfalz, ich meine, das waren ganz klar die absolut dynamischste Regionen der letzten 20 Jahre. Mit Abstand, würde ich sagen. Ja. Mit Abstand. Ja. Als du dann in das Weingut kamst, jetzt ist das ja, also bei Jochen war ja noch so gemischt, du hast ja alles umgekrempelt, aber da war ja schon richtig eine Latte. Was war so dein Ding, wo du gedacht hast, das müssen wir anders machen, das muss besser werden, das muss anders werden? Kleinigkeit im Prinzip. Es gibt immer ganz viel Verbesserungspotenzial. Ich bin also in einer starken Position gestartet, sage ich mal. Durch Weißwein signifikant bei euch weitergebracht, finde ich. Ja, das war immer so stiefmütterlich behandelt bei meinem Vater. Mein Vater hat immer seinen Spätburgunder gemacht, der im Kellermeister gehabt, der super war, Stefan Dorst. Ja, aber ich konnte dann halt, wie gesagt, ich konnte diesen Schwung mitnehmen. Einmal dieser Hype, der da war damals, die Berliner Zeit, oder Anfang 2000er, da war das, ging das dann los. Jeder wollte deutschen Wein haben auf einmal. Das hat mein Vater gar nicht gekannt, weißt du? Was war die Berliner Zeit? Was war denn da los? Anfang 2000er war halt die Gastro-Szene in Berlin, ist halt explodiert und deutsche Wein kam halt. Kram, da haben wir auch viel mehr gemacht. Okay. Da war ich jedes dritte Wochenende gefühlt in Berlin. Okay. Bin ich fast schon mal so mit Josi Ache Wohnung gekauft. und Problemas, dass wir es nicht gemacht haben, genau. Weil die wäre halt so viel wert. Ja, verrückt. Und das war dann diese Berliner Zeit, also wo es dann halt so richtig losging, der Gastro-Hype und sowas, Kolja Kleberg, die Hoffeste und so, und dann halt die ganze andere Top-Restaurant.
aus. Ja. Ja. Da kennt ihr euch auch her aus der Zeit? Also einfach über gleiche Partner, Gastronome, wo wir halt zusammen waren, dann oftmals nebeneinander gestanden haben und haben schon vornherein gehänselt. Er hat dich gehänselt, weil aus Rheinhessen kommst. Immer im Positiven. Der Fritz ist ja neben Aber ihr seid ungefähr. So, du hast jetzt aber eigentlich immer noch nicht beantwortet, was jetzt dieser Club der Fünf... Trinken wir eine Gläser. Ja. Okay. Was der Club der Fünf macht. Aber der war auch sehr lecker. Das große, stimmt. Eigentlich, lass es, wir machen das große, weil der braucht das große Glas, stimmt. Fünf Freunde sind in der Tat quasi aus der Idee raus entstanden, dass man den Pfälzer Wein nach vorne bringen wollte. Mhm. Also die Jungs haben damals gesagt, das geht auch weiter. Also die Jungen machen das jetzt. Also wir sind da. Du bist jetzt dran. Mit den Zwillingen von Rebhölz und so, okay. Aber heute ist es eine ganz andere Ausgangsposition. Damals war es wirklich so, war die Intention, dass man sagt, hier, wir müssen den Pfälzer Wein ein bisschen ins Rampenlicht drücken und müssen ein bisschen das Aktion war machen. Die Idee, das war so der erste Vereinigung von Freunden. Richtig. So ein bisschen wie Message in a Bottle? Nur Message war halt viel später. Ja, okay. Aber im Endeffekt, das waren so die Beispiele. Genau, gab es ja die fünf Freunde, die Moseline. Es war revolutionär damals. Es war eigentlich, ursprünglich war das eigentlich immer so, dass die Leute haben sich nicht in die Karte gucken lassen wollen. Ja. Ich dem Kollegen nicht verraten, was du jetzt so im Keller machst, was so völliger Blödsinn ist, weil ich könnte jetzt ihn nicht kopieren, er kann mich nicht kopieren. Mhm. Wir können nur gemeinsam nach vorne kommen, das ist, weil wir nehmen uns da nichts weg. Ach, jetzt. Das ist genau das, was man so oft drüber spricht. Wir sind so klein in Deutschland. Wir müssen uns eigentlich gegenseitig unterstützen, dass wir Möglichkeit haben, gute Positionen zu haben. Das muss man sich mal vor Auge führen. Wir sind, selbst wenn wir, sagen wir mal, 500.000 Flaschen abfüllen, ist man noch ein Witz am Weltmarkt. Das ist nichts, das ist gar nichts. Ne? Dann muss man jetzt keine Angst haben, dass jetzt, wenn ich jetzt dem sage, wann ich meinen Abstich mache oder wann ich was auch immer im Keller mache, dass das mich irgendwie benachteiligt, ist Blödsinn. Außerdem, wenn es woanders auf einem anderen Boden wächst, mit einem anderen Mikroklima, ist es anders zu behandeln. Niemals kopieren können. Wir haben das ja auch bei uns nebendran. Philipp Wittmann bin ich ja relativ eng im Austausch. Es wird niemals gleich schmecken, niemals. Ja. Weil wir einfach grundlegend andere Idee haben. Na selbst, ich finde das ganz faszinierend, wenn du jetzt einen Weinberg hast und du erntest die gleiche Traube, schmeißt die in einen Topf und dann machst die halbe Menge zum Jochen, die andere Hälfte zu mir, dann kommen da trotzdem 100% unterschiedliche Weine raus. Du wirst vielleicht schmecken, wo es herkommt, aber der Rest ist anders. Ja. Verrückt. So, und jetzt hat der Jochen gesagt, du hast den Weißwein vor allem extremst nochmal nach oben gebracht in eurem Weingut. Und jetzt haben wir einen Weißwein von dir. Du hast Rot auch weiter charaktervoll gemacht, finde ich, aber da ein bisschen deinen eigenen Stil reingebracht. Aber Weiß war ja schon so, dass du das auch noch hochgepusht hast, finde ich. Auch viel mit Holz gemacht hast. Ja. Erzähl mal, was für Holz da hinten dran steckt. Jetzt in dem Fall Schweigner, das sind so gut 50% neue Fässer. Also schon relativ viel neu, hoher Neuholzanteil. Das ist alles, ich habe bei jedem Wein quasi die gleiche Machart. Also geiler Wein. Keiner Mann, oder? Keiner Mann. Das ist französisch. Was für Fässer arbeitest du da? Französische. Also ein bisschen was von Franz Stockinger, Barrix. Aber ganz, ganz langweilig, klassisch, beste Eiche. Also vom Feinsten immer. Klar. Darfst nicht dran sparen. Klar. Und dann halt Handlese. Ich mache mit allem, was weiß ist, Maischestandzeit, relativ extensiv. Also 3-4 Tage mit Una, wenn es mit der Temperatur her machbar ist. Lange Maischestandzeit, sehr phenolisch. Der Most ist braun, wenn er in die Gärung geht bei uns. Das habe ich in der Wachau mir abgeguckt beim Emmerich Knoll. 2004 war ich dort, in einem ganz schlimmen Botrytis Jahr. Und wenn man sieht, was die für Weine... Das hat er nicht geschert, ne? Ja? Der hat es trotzdem gemacht. Ja, und keine Kohle verwendet, keine Moschschönung, gar nichts. Da habe ich gesagt, Emmy, ist das dein Ernst? Du machst doch nachts heimlich was, wenn ich nicht da bin. Du machst oxidativ, dann geht es in die Gärung, relativ dreckig. Das oxidativ, also Sauerstoff. Aber das ist genau der Punkt. Das ist auch so, wenn du einen Wein am Anfang arg reduktiv machst, also mit Luft verwendest, es gibt ja Presse mittlerweile, wo du noch Stickstoff zugeben kannst, dann ist das ein ganz heller Most. Hast du Aromen ohne Ende, Tutti Frutti, aber das geht halt genauso schnell, wie es da ist, ist es halt wieder weg. Mhm. Und wenn du halt so Wein am Anfang brauchen wir nicht, das alles oxidierst, du kannst Phenole, holst dir bei Standseite raus und die tust du aber dann oxidieren, dass er abklettert. Mhm. Und dann hat der Wein eine ganz, ganz andere Basis. Mhm. Und wenn du dann trotzdem noch das Glück hast, dass er halt die Säurestruktur hat, die er hat, und dann hast du einen ganz großen Wein machen, der auch Stand haben wird. Das wird halt, das wird stehen. Also ist Coole das Wein. Jetzt der Wein, wo du gesagt hast, dass die Fassprobe? Nee. Aber der ist schon auch Hammer. Das ist jetzt ein Ortswein. Das ist ein Ortswein. Merkurik ist auch der François Frère, oder? Wilde Milch, der François Frère mache ich gar nichts mit Weiß. Mhm. Ich habe viel. Ich kenne Holz bekommen, weiß ich. Latour habe ich viel. Dann Coutier. Dann Mercure. Also. Da macht er das Tarasso wahrscheinlich auch, ne? Tarasso, aber relativ wenig.
Ich mag schon Holzeinfluss, mag ich. Ich muss jetzt diesen Nerdy Talk mal unterbrechen. Aber es hat mich einfach interessiert, weil du willst ja die Zusammensetzung verstehen, wie die Aromatik zusammenkommt. Du kennst es irgendwie und willst du, das ist wie wenn du irgendwie das liest, ne? Und echt ein Nerd Talk, das stimmt schon. Natürlich. Aber man darf ja auch zwischendrin mal fragen. Natürlich, das ist ja auch wichtig. So, aber also wenn ich das jetzt hier lese, das ist also ein Ortswein aus Schweigen, weißer Burgunder. Ja, aber das ist schon ein Ortswein, mein lieber Alter. Also, das ist schon ein High-End-Niveau. Super. Ja, das sind auch, das habe ich meinem Vater zu verdanken, dass er sehr früh hat. Kommen wir wieder auf die Genetik zurück. Ja, genau. Ja. Dass er die richtige Rebe gepflanzt hat, nach die richtige Klone. Wie ist denn das? Ist es Weißburgunder oder ist es ja, du hast ja viel früher... Nee, Ochser war es Kenner. Nee, aber es war ja viel, auch die Franzosen haben ja viel Chardonnay nach Deutschland verkauft als Weißburgunder. Also das ist schon Weißburgunder, das kann schon alle Blätter unterscheiden. Mhm. Wobei wir auch sehr alte Chardonnay-Rebe haben zum Glück. Und mein Vater sehr früh Chardonnay gepflanzt hat, wo es noch gar nicht legal war. Mhm. Ach, aber nee, in Frankreich war es halt schon legal. Nicht mehr gemacht, gell? Oder? Ja, aber das war ja auch wieder so rechtliche Grauzone. Mein Vater hat nämlich gesagt, Chardonnay gepflanzt und hat es in Deutschland halt als Weißburgunder angemeldet. Weil Chardonnay ist offiziell, glaube ich, erst seit 99 oder so. 91. Komplett zugelassen. Kannst du denn Chardonnay? 91 war es erstmal zugelassen. Meine Eltern haben 91 war es erstmals Qualitätswein zugelassen. Haben wir gepflanzt. Kann man denn Chardonnay einfach als Weißburgunder anmelden? Ja. Ich kann nur. Kannst du auch Chardonnay als Donfelder anmelden? Merkt es gut. Aber wenn es niemand merkt, das muss aber beim Chardonnay. Chardonnay und Weißburgunder kann ich relativ schwer unterscheiden. Wir können das, wenn wir das hier die Rebe sehen, das sehen wir dann. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, das wird ganz in dem Fall. Das kann man nicht rausschmecken. Ja, es war eher umgedreht, das, was ich auch gemeint habe, dass in Baden ganz, ganz viel als Weißburgunder gepflanzt wurde, was eigentlich Chardonnay war, weil es die Rebe gar nicht gab. Ja. Die haben Weißburgunder bestellt, haben Chardonnay gekriegt. Okay. Und in der Pfalz gab es ganz, ganz viel Ochser war, der als Weißburgunder stand, weil Ochser hat immer so ein bisschen mehr Muschgewicht gehabt, immer schönere Traube. Säuremilde. Das war halt ganz, also ganz viel Ochser war, steht in der Pfalz immer noch heute offiziell als Weißburgunder. Also fast normal. Auf dem Etikett, und es zieht sich durch bei all euren Etiketten, ist so ein Füchschen unter so einer Rebe. Ist auch so eine Reberziehung. Habt ihr die? Wie nennt man das? Ist das eine Pergola-Erziehung? Ja, ist das richtig? Nee, das ist ein ganz normaler Boge jetzt, aber... Rebstock. Ist ein kleines Füchschen. Ach, ist ein ganz kleines Füchschen. Hohe Stockerziehung, kleines Füchschen. Ah, okay. Die Idee kommt daher. Also mein Vater hatte, wie gesagt, hat es schwer gehabt, seine trockenen Weine zu verkaufen. Ja. Also generell waren seine Weine als sauer verschrien. Ah. Trocken ist sauer, ne? Meine. Und er hat aber das Glück gehabt, dass ein Freund von ihm, mein Patenonkel, mein späterer, der war in der Karlsruher Künstler- und Architektenszene. Mhm. Und der hat quasi meinem Vater geholfen, hier ein bisschen das zu verkaufen. Ja. Das waren halt alles so ein bisschen verrücktere und weltoffenere Leute, sag ich mal. Ne? Ja. Und dann war einer davon, war ein Kunstprofessor, Hans-Martin Erhardt aus Mannheim, und der hat kam irgendwann mit der Idee vom Fuchs und den sauren Trauben. Das ist eine Fabel. Ach so. Also der Fuchs, der an den Trauben vorbeiläuft, der hat Hunger, der sieht die Traube, wird sie gern fressen, kommt aber nicht dran und sagt dann zu sich selbst, die ist viel zu sauer. Gibt es noch eine Version mit dem Rabe oder verschiedene Versionen. Mhm. Aber die Spielerei ist halt einfach der saure Wein, den die Leute nicht verstehen. Okay. Ne, also nicht damit umgehen können. Und er hat ihm dann so einen Kupferstich gemacht, und seitdem ist das unser Etikett. Ist ja auch ein sehr schönes Etikett, aber so generell ist das so wie mit dem Friedrich, der sich weiterfärbt, da wird nichts verändert. Das bleibt so. Kannst du mal bitte Schweig? Schweig. Schweig, genau. Schweig ist auch sehr schön. Das bleibt auch so. Ich meine, es hat eine gute Wiedererkennungswert. Ja, ist schön. Ja, aber du sagst jetzt, es ist schön. Ich höre auch ganz oft, ach, ihre Weine sind so toll, aber das Etikett ist so furchtbar. Das wäre ich auch, weil Geschmack lässt sich jetzt streiten. Du musst es immer so machen, dass du... Also ich finde, wir sind ja auch eher puristisch unterwegs, aber weil ich es mag, und mir wäre auch egal, wenn jemand sagt, da fehlt mir was auf dem Etikett, ist mir wurscht. Mhm. Also ich glaube auch, das machst du genau richtig. Ja. So, und du hast nach der 10. Klasse hast du die Schule abgebrochen und hast gesagt, ich werde jetzt sofort Winzer. Ich habe gewusst, dass ich es machen will. Zum Glück, sage ich heute. Und habe dann meine Lehre angefangen, und dann war recht früh, ich war mit 24, war ich dann mal... Warst du beim Hans-Günter Spatz, weil das vorhin gerade gesagt hat? Nee. Wo warst du? Also. Ja, genau. Wo warst denn du? In der Lehre? Ja. Ich war beim Moosbacher, dann beim Bergdolt, beim Heger. Ach stimmt, du warst ja auch beim Bergdolt. Ja, ich war auch beim Bergdolt. Du warst auch beim Bergdolt? Ja, nach oder vor dir irgendwie so. Nee, du warst vor mir. Ja? Glaube ich, oder? Habt ihr euch da nicht getroffen? Ich war 2002, war ich da. Oh, nee, noch viel. Und ich war ja 97. Ja, ich habe ja vorher noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe noch was Vernünftiges gelernt. Ja. Glücklicher. Nee, ich wollte es nicht. Meine Eltern haben gesagt, du machst das. Und ich war ein lieber Buben abgehört. Und dann habe ich es gemacht. Hast du es aber auch zu Ende gemacht?
gemacht. Warst ja, schon konsequent, ne? Ja, also fängt schon etwas an und nichts, der fertig zu machen, ist ganz schnell da. Wenn jetzt, wenn du hörst, dass Herr Friedrich das so aus, alles aus dem Bauch entscheidet, auch wie er einen Wein macht, machst du auch so. Hundertprozentig. Ja. Ja. Machen eigentlich alle gute Winzer ja. so. Machen alle gute Winzer so. 100% machst du das so. Das ist die Kunst dabei, meine Frau. Meine Frau sagt immer, ich bin ein Künstler. Das ist wirklich so. Am Anfang habe ich gesagt, spinnst, aber das ist so. Wir machen ganz viel, wir sind wirklich kreativ. Was ich die erweiterte Kunst finde, wenn deine Leute, mit denen du eng zusammenarbeitest, blind verstehen, was du willst, ohne dass du irgendwas sagen musst. Das ist schwierig, wenn du alles aus dem Bauch. Das hast du auch nur mit manchen Leuten, ja. Aber das finde ich tatsächlich, weil genau das ist ja der Punkt. Du entscheidest alles aus dem Bauch und ich könnte auch blind durch meinen Betrieb laufen und könnte alles blind entscheiden. Ohne brauche keine 2 Minuten. Mhm. Und dann muss ich aber die Leute trotzdem haben, die das ja auch aufnehmen, verstehen und genauso umsetzen. Und dann muss ich natürlich eine Zeit lang von einer Eispiele, aber irgendwie bin ich an so einem Punkt. Das ist eine sensationelle Erfahrung. Wenn man halt nicht da ist, gell, dass das dann klappt. Ja, du Fritz hat eben auch gesagt, wir sind ja schon viel unterwegs. Ne? Wie machst denn du das? Ja. Du hast gar keinen Kellermeister. Wie läuft denn das, wenn du nicht da bist? Ich muss mich halt organisieren dementsprechend. Weil ich will, das will ich auch weiterhin machen. Ich will die wichtige Sache selbst machen. Bei mir wird kein Wein rumgepumpt, ohne dass ich dabei bin. Gibt's nicht. Das ist mir wichtig. Das ist vielleicht ein bisschen pedantisch und so, aber das ist, mir geht noch zu viel Mühe im Wingert. Ja, aber das ist das, was du meinst. Ich glaube, das kannst du auch nur machen. Also ich verstehe das zu 100.000%. Oder du hast jemanden, wo du zu 100.000% warst, das tickt wie du selbst. Aber das ist ganz schwierig. Ich hab Top-Leute gerade jetzt im Moment. Wir sind echt super aufgestellt. Das ist wirklich Top-Team. Super, aber das sind halt dann so Sachen, wo wir halt als Winzer die Kreative sind. Das kommt darauf an, was uns gerade im Kopf rumgeht. Aber du musst das macht's dann aus. Aber du musst dich, also das, man muss sich natürlich austauschen, ne? Klar. Oder sowas. Und ja. Du musst, was ich wichtig finde, ist es zu vermitteln an die, die das dann ausführen. Sag, hey, wir machen das jetzt, weil ich glaube, dass das so und so. Mhm. Aber trotzdem will ich immer noch. Das ist meine fixe Idee in dem Moment. Also ich will das jetzt so machen, ich will jetzt das, was du dazu machst, und nicht das und so. Und dann, das sind so die, das ist die Kunst. Hundertprozentig. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil von dem, was wir machen, ist Kunst. Also auch wenn es, ne, oder Kreativität, dass es einfach nicht berechenbar ist. Wir machen auch Sachen. Du hast ein festgelegtes Gewehr, dann probierst du die Fässer nochmal und denkst dir, ein halbes Fass oder schon raus, dann ist das Ding noch präziser, noch besser. Mhm. Und das ist ein Redstand vielleicht über 200 Liter in einem 5000 Liter Cuvée, wo jeder andere denkt, oh, jetzt mach dich nicht rum. Und du weißt aber ganz genau, es ist 100% besser. Du darfst aber nicht die 200 Liter rauslassen komplett, sondern musst 200 Liter dran haben. Ja. Sowas war zum Beispiel ganz oft, ohne sowas dann überhaupt nur zu probieren, weil ich einfach sage, ey, eigentlich machen wir das so und so. Wo jeder Sache, wenn der Hände im Kopf zusammenschlagen würde, und sagt, ach, das kann ich, aber dann ja, muss ich, ey. Das muss ich tatsächlich probieren. Ich muss es für mich probieren. Und dann im Zweifelsfall nicht mehr in den letzten 5 Liter oder sowas, aber das muss ich probieren. Das muss ich immer vorversuchen. Mache ich ganz oft. Du bin ich halt so ein Larifari-Typ, muss ich wirklich sagen. Du bist vielleicht kein Larifari-Typ, du bist vielleicht ganz detailliert. Ist halt so Intuition irgendwie, wo du sagst, ey, das könnte jetzt passen, das mache ich jetzt einfach. Das ist doch aber ein Punkt, wo du auch immer dabei bist beim Küvettieren und sowas, das oder? Das Küvettieren, das musst du selbst machen. Ja. Also das da, ich bin jetzt nicht mehr der sagt, ich muss bei jedem Pumpvorgang dabei sein, wenn du weißt, du hast jemanden, wo dich 100% selber lassen kann. Ich habe ja glücklicherweise meinen Achim, wo ich ja sehr froh bin. Viking, ne? Genau, der macht das super auch, ja. Der bei mir mit im Betrieb ist, weil einfach dafür, und wir sind ja auch gewachsen letztes Jahr, und du kannst aber nur wachsen, wenn du auch weißt, du hast Strukturen oder du hast die Leute nicht dran. Und mit dem ist es so, dass wirklich seit der Zeit da ist, es wie ein Lichtschalter, wo du das Licht angemacht hast, hast gewusst, du tickst gleich. Bei uns stellt sich nicht die Frage, kann ich, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Wein mit Falldruck zu verlegen, verlege ich den mit Falldruck, ich werde niemals pumpen. Genauso, wenn ich sage, es sind zum Schluss 200 Liter, die in diesen Blend reingehen, sind es 200 Liter. Aber hundertprozentig. Ne? Und das ist sowas, wo du halt einfach, da musst du dich auch abstimmen, dass du weißt, du kannst von deinem Vertrauen, weil das ist ja unser Babys. Ne? Mhm. Jeder, der Kind hat, weiß, dass man das nicht einfach aus der Hand gibt, wenn man selbst Idee hat. Klar. Oder ne? Und nur, aber wenn du hundertprozentig vertraust. Gibt es das dann manchmal mit deinem Kellermeister, dass du sagst, da kommen noch 200 Liter rein, der sagt, nee, das passt nicht. Ihr seid da wirklich, ihr tickt da gleich. Einig. Ich habe früher immer die Blends alleine gemacht. Mhm. Immer. Und ich nehme ihn seit der Zeit dazu. Wir machen das zusammen und ich muss ganz oft sagen, dass er schon ganz oft viele Ideen hat, wo er einfach mal gemacht hat, mir es hingestellt hat und gedacht, scheiße, du hast recht. Und das ist cool, weil man dich dadurch halt extrem gut ergänzen kann. Ja, umgerät manchmal. Es ist andersherum, ja. Jeder hat seine Tagesverfassung und jeder hat seine Ideen. Es dauert manchmal aber auch etliche Zeit, bis du so weit bist. Aber ich würde mir es niemals, da gebe ich dem Fritz recht, würde mir es niemals nehmen lassen, wenn ich irgendwann mal sage, dass ich nicht mehr
erstens die Grundlageentscheidungen treffe und hinterher den Blend nicht mache, dann ist es auch nicht mehr mein Wein. Dann ist es ein Wein gemacht und ich bin Teil von dem Weingut, ja. Ich beanspruche auch noch dafür, dass ich sage, jede grundlegende Entscheidung will ich selbst treffen. Ja, seid ihr euch ähnlich, oder? Ja. Jetzt hast du ganz viele Leute auch aus Frankreich, die bei dir arbeiten, aus dem Elsass. Mhm. Ist das nochmal ganz besonders, auch so ein internationales Team zu haben? Kommen da nochmal neue Einflüsse rein? Das ist auch das Schöne an der Weinszene, diese Internationalität. Ja. Das ist wirklich, ich meine, erstens reisen wir sehr viel. Also wir haben jetzt mittlerweile fast 50% Export. Mhm. Aber du reist auch viel, das kann ich auch schon. Absolut, weil das ist mein Hobby. Ich habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht in jeder Hinsicht. Ich reise gern, meine Frau reist gern. Und ich finde es halt auch toll, wenn man jetzt in anderen Ländern, sagen wir, den deutschen Wein präsentiert und die Leute halt überrascht, weil im Großen und Ganzen sind halt die Wahrnehmungen noch ganz andere. Die Realität ist doch nicht so widergespiegelt, dass wir tolle Weine machen, wir sind ganz wenige Leute. Ist es denn so, dass in China einen anderen Wein anbieten muss als jetzt in Kanada oder insgesamt? Das kommt überall, nee. Das ist dafür, wenn du anfängst, für jeden Markt einen einzelnen Wein zu machen, dann verrätst du dich. Qualität. Ja, aber dass man sagt, irgendwie restliche Weine oder so, den nimmt man mit nach China, keine Ahnung. Ja, das ist schon. Du kannst sagen, da, weißt du das mal? Dass tendenziell dann da der Weintyp vielleicht besser ankommt, okay. Aber generell mache ich jetzt nicht den, ich mache jetzt nicht einen Wein, nur weil ich weiß, der geht auf den und den Wein. Der kommt, du machst dein Ding. Machst dein Ding, wie du es willst. Wir sind nur, wie gesagt, keine Industrieweinproduzenten, die müssen das ja machen. Ja. Das sind die wirklich, für jedes Land hat der Wein einen eigenen Restzuckergehalt. Ja, das gibt es bei uns nicht. Es gibt einen Wein und der gefällt dem Land oder nicht. Da kommt dann einfach ein englischsprachiges Etikett drauf, zum Beispiel, und fertig. Dann möchtest du mal gleich alle Sprachen auf einigen. Gleich so ein QR-Code mit allen Sprachen drauf. Das ist erlaubt. Einer der Nachteile, wenn man viel Export macht, die Logistik, dass man viele verschiedene Etikette braucht. Ich finde es auch spannend. Wir machen ja mittlerweile auf. Du bist ja schon viel, viel länger international unterwegs. Wir machen mittlerweile auf 50% Export. Mhm. Und ich feiere es auch total, weil du auch viel mehr für die klassische Sache gefeiert wirst, die dir normalerweise dich in Deutschland manchmal echt schwer sind. Ja, ja. Was heißt das? Ein Riesling Spätburgunder. Okay. Ja. Ja. Gibt es da irgend so ein besonderes Erlebnis, wenn so vom Weine zeigen im Ausland, wo ihr irgendwie sagt, das war mal so eine ganz besondere Geschichte oder so ein Aha-Moment oder Fangemeinden irgendwo? Wir sind halt meistens in der Rolle des Underdogs. Dann kann ich die Leute halt überraschen, wenn ich jetzt für uns spreche, wenn jetzt ein schöner Spätburgunder in der Probe mit Burgunder, die halt alle irgendwie 1.000 Euro kosten, die Flasche, oder viele 1.000 Euro, und dann steht halt dein Wein inzwischen drin und fällt nicht negativ auf. Dann geht es nicht darum, was ist jetzt Französisch, was ist Deutsch, dann probieren die Leute nur ein und sagen, ey, wow, dann der findet den am besten, der findet den, und dann sind halt, dann ist das so 50-50. Mhm. Und erlebt das. Ne? Also das hatte niemand auf dem Schirm. Ich habe vor einigen Jahren genau dasselbe. Da war ich in Korea und da ging es ab bei uns im Pinot. Wir machen nicht viel Rotwein. Mhm. Rotwein ist ja bei uns echt wenig, aber auch aus dem Grund, weil ich weiß, das können wir nicht in einer großen Menge machen. Das kann ich nur, das wollen wir gut machen. Wir werden auch nie sagen, dass wir den Anspruch haben, eben einen Lagen-Pinot zu machen, weil dann muss ich weg, dann wird die Luft echt dünn. Ne? Das ist wie Spitzenpolitik, sondern wir wollen sehr, sehr gute Vertreter machen, wo wir sagen, wir wollen zeigen, wie Pinot auch bei uns funktioniert. Und dann waren wir auch genauso in Korea beim Importeur und der hat gesagt, ah, da hast du mal Pinot mitgebracht, das Probe super, ich habe gleich mal Sales-Team da mit 12 Mann, jetzt machen wir mal Pinot. Und der stellt halt ausnahmslos nur Franzose hin. Und da war ich aber auch, dann geht es dann halt irgendwie ab 30, 40 Euro fängt es da an mit normale Sachen. Wenn dann auf einmal mit demjenigen drin steht, der dann irgendwie 20 Euro kostet und dann aber die Überraschung ist, dann ist das cool. Und dann kann sich einfach auch, dass du auf einem guten Weg bist. Ne? Apropos Spätburgunder, du wirst ja so als der beste Spätburgunder Winzer in Deutschland gefeiert. Das würde ich so auch nie unterschreiben. Nee, willst du nicht? Sagst die anderen sind besser? Nee, das ist nicht, aber wer ist der Beste? Das ist Quatsch, weil Wein ist immer subjektiv. Ja. Das ist immer Momentaufnahme und so. Das ist genauso mit den Weinführern. Wenn jetzt so 100 Punkte und da 99, ist alles subjektiv. Aber was machst du, dass die dir dann 100 Punkte geben? Tanzt du, singst du, steppst du? Nee, gar nicht. Ich meine, das ist ja schön. Sind die Weine das ist, doch so gut. Das ist immer eine tolle Bestätigung, ganz klar. Ja. Aber das heißt dann nicht, dass der Wein jetzt jedem gut schmeckt. Subjektiv. Extrem. Schmecker sind so verschieden. Weißt? Und es werden ja alle, keine Ahnung, alle Frauen braunhaarig oder blond oder alle Männer so oder hätten Bart oder nicht und so weiter. Ja, okay. Das ist beim Wein ja genauso. Das ist extrem subjektiv. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Parker dir 100 Punkte gibt, heißt es halt nicht, dass das jedem Mensch auf der Welt schmeckt. Aber das ist natürlich eine Orientierung und eine schöne Bestätigung. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Und vor allem soll man nicht für bestimmte Führer oder so die Weine machen. Man weiß, die Leute probieren so und so, die finden das toll, die geben dir dann mehr Punkte für das.
Das ist Bullshit, da muss man aufpassen. Das ist was, was meine Jugend ganz schnell macht. Das weiß ich auch noch. Ich habe bei uns das wirklich mal so gemacht, dass wir haben immer einen Gutsriesling gehabt, der eher kraftvoller war und hat immer bombig funktioniert. Und dann hast du aber mal angefangen, weil du merkst, der Journalist sagt, das ist toll, wenn es so und so machst. Und der, und dann eiferst du nach und sich da Kumpels, die das genauso machen, dann machst du es immer geschliffener. Und irgendwann ist es so straight, dass es kein Mensch mehr trinken will. Nicht nur du selber. Und dann war man. Ich fand selber schwierig. Nein, das ist gut, finde ich schon, aber dass du einfach sagst, es ist mir anstrengend zu trinken, weil es mich fordert. Ein Gutswein, der darf dich nicht fordern, der muss dir Spaß machen. Du musst einfach sagen, wenn abends einfach einen Glücksmoment haben will, dann machst du eine Flasche und dann trinkst du die. Und deswegen ist 100% richtig das, was der Fritz sagt, dass du einfach sagst, das, was der Journalist sagt, ist wichtig, das ist auch gut, das bringt uns auch weiter, aber das ist nicht ausschlaggebend, sondern du musst sagen, das ist dein Stil. Und wenn der Journalist es gut findet, umso besser, aber niemals für den Journalist. Ich meine, das hört sich immer so geil an, wenn ihr das so sagt, gell? Wenn ihr das so sagt, hört sich das immer so geil an. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du da so bei Parker 100 Punkte kriegst oder du, beste Weißweinkollektion und so, das ist doch, ich meine... Das ist schön, wie der Fritz sagt, das ist eine tolle Bestätigung. Ja. Und dann wird auch jeder Lüge, wenn er sagt, dass es nicht so ist, egal was es ist, weil du dich einfach freust, dass jeder, du weißt, da ist zum Beispiel eine Auszeichnung, die ist einmal zu vergeben im Jahr und die kriegst du jetzt. Dann ist es eine brutale Wertschätzung für dich, für dein Team, für der Mannschaft, für der Idee. Ja. Und da freut man sich hundertprozentig. Wie ist das, wenn du dieselbe Auszeichnung dann im nächsten Jahr nicht kriegst? Was machst du dann? Ist das so? Wir haben das gehabt, als ich angefangen habe, haben wir irgendwie 10-mal oder 8-mal hintereinander beim Gummio ein bisschen Rotwein gehabt. Mhm. Dann habe ich ja wirklich nach dem zweiten Mal schon, ich habe einen Freund, der ist Musiker. Mhm. Er hat immer gesagt, oh oh. Und er hat gesagt, ey, er hat Kollegen, die sind, wenn die halt nicht mehr so im Rampenlicht stehen, sondern dann würden sie sich am liebsten umbringen. Ja. Und das hat mich damals wirklich so, wo der mir das mal erzählt hat, so, dass dieser Ruhm in Anführungsstrichen, wenn das mal weg ist, was ist denn dann? Natürlich ist was ganz anderes in Musik als jetzt im Wein, aber trotzdem, ne? das hat irgendwie gepasst. Da habe ich auch gesagt, ey, das ist nicht jedes Jahr so. Es war dann zweimal, dreimal, denkst du, ey, geil, wow, krass, also das ist super. Ja. Aber es war mir relativ früh schon klar, ey, das kann nicht jedes Jahr so weitergehen. Dann ging halt 8-mal so weiter und ich war nicht traurig, als beim 9. nicht so war. Nee, hast du ein Fass aufgemacht, hast gesagt, endlich. Das nicht, aber es war mir klar. Es war okay. Irgendwann muss es halt, ne? Andere gute Weine und so weiter. Es kann nicht immer, du kannst nicht immer gewinnen oder der Erste sein. Dafür gibt es ja Gott sei Dank so viel Gutes, ne? Genau. Ja, ja. Es gibt so viel. Und das ist dann, wie gesagt, das ist ja diese Momentaufnahme. Dann. Und dann kommt es so an, wer probiert das? Und das ist. Und du willst auch nicht diese, für dich diese, also geht's mir, diese innere Diskussion anfangen, wieso hat jetzt der Wein 93, 94 Punkte gekriegt oder 95, 96, 97? Darfst du nur 2 Punkte weniger. Ja. Und dann stehst du dann da. Es gibt viele davon, die dann zerpflücken und sagen, guck, das kann nicht sein. Und das gegenprobieren quasi. Du willst ja verrückt. Nein, das war in dem Moment, hat der Wein besser performt für denjenigen, der es probiert hat. Alles wunderbar. Fertig. Ich finde es so. Mit dem Schmecken ja sowieso so eine Sache, weil ich glaube, was man doch sagen muss, ist, dass da kann auch ein Tester nicht von frei sein. Du hast jeden Tag eine andere Tagesform, du bist jeden Tag anders drauf. Ja. Und Emotionen, oder? Mit dem Spiel. Ja, danke, genau. Fürs Mitbringen. Keine Wein. Boah, freut mich. Also wir sind beim nächsten Wein, eine Fassprobe. Und der Friedrich hat uns vorher die Nase schon lang gemacht. Ein komplexer Chardonnay. Der ist ein richtig konzentrierter. Oh, der duftet schon so toll. Das ist ein Brummer von Wein. Das ist ein Brummer von Wein. Ja, aber ich finde, das kann Chardonnay halt, wenn er gut gemacht ist, sehr, sehr gut. Das war auch ein großer Ertrag. Du hast eine Komplexität im Mund und eine Kraft, jung, wie es ohne Ende. Boah, starker Wein. Da hat der Rebveredler gesagt, wenn wir die Traube gekauft haben, Burgund, die Flasche muss mindestens 150 Euro kosten. Sonst lohnt sich's nicht. Bei dem Klon, der Unterlachung mal ausgewählt hat, gesagt, ja, mindestens 100, weil sonst wäre ich nicht glücklich. Und das ist wirklich so, der hängt halt am Stock hängen halt. Chardonnay ist ja eh relativ unfruchtbar, das heißt ein paar Rote, ne? Aber das, was halt dranhängt, ist gut. Und das ist eine unserer Top-Lagen, St. Paul. Wow, starker Wein. Kalksteinboden mit ganz wenig Auflage, also wirklich ein sehr, sehr karger Boden. Das ist der beste Chardonnay, den ich jemals getrunken habe. Das kann schon sein. Darf ich das so sagen jetzt? 100%, nee. Das hat schon eine großartige Dichte. Boah, starker Wein. Wow, echt richtig gut. Der erzählt da lang mit dir. Zählt noch lang mit dir, der das stimmt. Erzählt mir, ne? Genau. Ja, das stimmt. Den hast du noch ganz lange im Mund. Du willst schon ein Zeitungsglas stehen und probieren immer noch. Als ich bei dir im Weingut war, bevor wir weiter über den Wein reden, hast du gesagt, so nach dem Motto, warum willst du eigentlich kommen? Ich habe jetzt hier nicht so ein Vorzeigeweingut. Es ist so. Erklär das mal. Hey, wir sind sehr, soll ich sagen, wir sind auch gewachsen die letzten Jahre, aber der Betrieb ist nicht, also die Gebäude sind nicht gewachsen. Ein Chaoslade bei uns. Ihr habt auch nur 2 Stunden am Tag oder nur 2-mal die Woche 2 Stunden überhaupt auf. Ihr wollt keinen Besuch, oder?
Ja, schon. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Uns hört keiner immer, zu, jemand, das ist ganz offen. Wir freuen uns, wenn jemand kommt, aber wir hätten halt gerne, dass die Leute vorher anrufen, dass wir auch Zeit nicht mehr kann dafür. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Zeit, jetzt jeden Tag nur zu warten, bis die Leute kommen, mich um die Leute zu kümmern. Das ist natürlich schön. Ich mache sowas auch gern, weil du kriegst das Feedback für das, was du machst. Das ist wirklich auch eines der schönsten Sachen in unserem Beruf, finde ich, dass du diese Motivation, dieses Feedback für das, was du machst. Ja? Wir machen was und die Leute finden das geil. Ich kann ja kaum folgen, gell, wenn ich in den Wein reinrieche, weil ich bin immer so weggebeamt. Das muss parallel machen. Wein, ja. Das ist ganz schwierig gerade. Aber wirklich nicht, das darf man wirklich gar nicht unterschätzen, was das alle Kunden kriegen, jeden Tag E-Mails, irgendwelche Leute, die anrufen. Wir haben den Wein da getrunken, das war so toll. Jeden Tag. Mhm. In welchem Beruf hast du sowas? Mein Bruder schafft bei der Bank, verdient vielleicht mehr Geld wie ich, aber egal, der kriegt vielleicht einmal im halben Jahr von seinem Chef gesagt, ey, good job. Well done. Das ist, glaube ich, dieses Herausragen in unserer Branche, dass du tatsächlich, wenn du es gut machst, kriegst du auch jedes Jahr das Kompliment dafür. Ja. Wenn du es schlecht machst, kriegst du auch einen Arschtritt. Also, ja, aber wenn du den Ansporn hast, kann, ist es 100% so. Ja. Das ist für mich eine riesige Befriedigung. Was du so Lob, einfach, dass jeder Mensch will Lob haben für das, was er macht. Und das kriegst du bei uns schon oft. Ich meine, wir sind ja beide auch die letzten Jahre gewachsen, haben uns weiterentwickelt. Ja. Sehe ich auch so. Ich sehe es auch als richtig an, wenn du die Möglichkeit hast, qualitativ zu wachsen, das zu machen. Aber jetzt haben ja gerade viele in der Pfalz dann so einen großen Produktionsstandort gebaut, mitten im Freien. Der Jochen hat das ja auch gemacht. Das willst du nicht so richtig. Doch, wir planen auch was. Also wir planen einen Neubau. Da überlegt uns jetzt die Kreisverwaltung mit Stein in den Weg, weil die nicht so, das jetzt so genehmigen dir, wollen. So ja, ist alles machbar, aber halt, ich sage, wir wollen ja auch kreativ arbeiten, wir wollen ja auch ein bisschen Freiräume haben und wenn du halt erst 5 Tage rumräumen musst, bevor du irgendwas bewegen kannst, ist halt scheiße. Es geht alles, klar. Ich meine, wenn ich in Burgundi war, wenn ich Orichalier angucke, was der gemacht hat in seinem Keller, in seiner Garage, du kannst grandiose Weine machen, in übelsten Verhältnissen. Aber trotzdem... Ich meine, du hast ja keine übelsten Verhältnisse, du hast ja schon vor einigen Jahren schon mal investiert. Ne? Also damals, da war schon dein André Hall gerade... Wo man gedacht hat, nicht für die nächsten 100 Jahre ist das gut. Ne? Und das war, glaube ich, ein Spruch. 5 Jahre später war es schon zu klein. Was ein gutes Zeichen ist generell. Ne? Aber jetzt, wir wollen schon Achtbauer einfach, dass man kreativer sein kann, dass man weniger sich mit so diesen alltäglichen Banalitäten belasten muss. Und dass der Wein mehr Zeit gebe kannst. Jetzt das hast du ja, vor ein paar Jahren gebaut. Ja. Was ist der Vorteil? Ja, genau, dass du kannst deine Weine. Die Johannes Leitz hat hier gehockt, der gemeinsame Freund, der gesagt hat, Qualität braucht Platz. Ja. Und da hat er 100% recht, weil du musst manchmal Weine auch sagen, dem gebe ich jetzt noch ein Jahr länger im Fass. Und das musst du ja leisten können, zum einen auf das Fass zu verzichten, zum anderen auf den Platz. Mhm. Weil wir kommen von einer Zeit, wo wir jedes Fass abfüllen mussten, um wieder in den Herbst zu gehen, um die Menge wegzulegen. Und jetzt können wir sagen, das interessiert mich nicht. Mhm. Der braucht es jetzt, entscheide ich heute morgens Herbst. Ja. Gekühlte Keller, weggelegt, Feierabend. Ja. Und dann kannst du ganz normal der Antmache, stellt vielleicht noch Fass nach. Ja? Habe ich meinen Betrieb auch übernommen damals. Ja. Für Fass genauso. Du musstest alles abfüllen. Ja. Ich konnte gar nicht die Traube verarbeiten. War kein Platz. Ja. Ich habe auch 2005 angefangen. Das ist natürlich verrückt. Ja. Meine erste Investition war dann 2008. In der Tat war die Halle, weil ich dachte, wir müssen unser Rotweine eigentlich... Und da warst du früh dran. Das habe ich ja gemeint. Ich habe damals bei dir in der Halle gestanden. Das sind die Rotweine lagern, wo diese 800 Rotweinfässer drin. Das ist Barriquelage, aber es geht jetzt darum, dass wenn die Weine abgefüllt sind, dass sie dann einfach, wenn ich möchte einen Rotweinstil machen, der halt auch in 10, auch beim Ortswein noch in 10 Jahren gut schmeckt. Ja. Und dann geht es einfach nicht, dass ich die Weine trinkfertig auf die Flasche fülle. Das kann man ja machen. Da gibt es Tricks und Mittel und so weiter. Das will ich aber nicht. Ich habe den Anspruch, dass auch die Basis in einigen Jahren noch gut schmeckt. Und das geht halt nur, wenn du den Wein mehr Zeit geben kannst. Hefekontakt. Ja. Weine auf eine gute Hefe gibt dem Wein einfach das Potenzial, wo du alles vorher gemacht hast mit Standzeiten und so weiter. Ja. Kleine Erträge oder kleinere Erträge, angepasste Erträge. Und dann noch die Zeit auf der Hefe und dann gibst du dem Wein das Rückgrat dafür, dass er alt werden kann. Das ist ganz enorm wichtig. Oder auch, dass man Weine mal abfüllt und sagt, hey, den verkaufe ich nicht jetzt, sondern erst in 2 Jahren. Unseren kompletten Rotweinbestand, wir haben jetzt 2 Jahrgang abgefüllt in der Halle liege. Nicht, weil wir es nicht verkauft kriegen, sondern weil man sagt, es ist einfach besser. Das haben wir über die Jahre mal das aufgebaut. Ja, wir machen es im Weiß. Wir machen es beim Riesling. Riesling schmeckt erst nach eigentlich theoretisch nach ein paar Jahren. Ne? Und das kriegst du auch, dass die Wertschätzung ist da. Das wissen immer mehr Leute zu schätzen. Und das ist unglaublich, wie viele Anfragen wir nach alten, gereiften Rotweinen haben. Weil das die Restaurants haben nicht mehr die Kapazität. Das ist die beste Investition, die du machen kannst. 100%. Und da juckt es auch niemand, wenn dann sagst, ich verlange jetzt 20% mehr, als der gekostet hat. Oder pro Jahr 5%. Dafür ist er optimal gelagert auch. Genau. Und das sind die Leute,
bereit, das zu bezahlen, weil wir wissen, ey, das ist jetzt ein Wein, der ist jetzt trinkbereit. Ja. Wir haben Wein immer zurückhalten, wo wir dann 12er, 13er jetzt sukzessive wieder in den Verkauf bringen. Mhm. Du könntest eigentlich nicht jeden Preis verlangen, aber du kannst auf jeden Fall deutlich mehr Geld verlangen, weil die Restaurants haben die Kapazität nicht. Früher haben die halt 120 Flaschen gekauft, haben sie hier gelegt. Das ist nicht alles das Tantris, ne? Gibt's nicht mehr. Ja, gibt's, ja, genau. Hat das Tantris so viel Kapazität? Ja, die haben sich damals einen riesigen Keller angelegt, ne? Da hast du irgendwie dann, die haben pro Charge, pro Jahrgang dann irgendwie 120 Flaschen gekauft, haben die weggelegt und haben die nachher noch verkauft. Das beeindruckend war, aber es kann halt kein Restaurant mehr. Ne? Ja. Und dann musst du, wenn du willst als Winzer, dass da Weine gereift getrunken werden, musst du sie weglegen. Mhm. Und das ist auch, dann heißt ja ganz oft von einem Kollegen, das musst du machen können, so auf die Art hier, du kannst das ja leisten. Und dann sagt man immer, du musst machen wollen. Du musst auch dann vielleicht auf die Investitionen verzichten. Da gibt es halt eben, der Traktor ist ja nett, dann gibt es was anderes. Aber ja. Ach, nur kurz und mittelfristig. Nur kurz und mittelfristig. Rechnet sich das alle mal. Langfristig kannst du es ja dann sogar teurer verkaufen. Weil, nein, das machen wir. Ja. Machst du ohne Frage. Und wie der Fritz sagt, ob es dann 20% teurer ist, ist wurscht egal. Wenn die Qualität und wenn die Stimmigkeit da. Ja. Jahrgang 13, jetzt sensationell. Ja. 12, 11, sensationell. 10, sensationell. 10 Weißwein sitzt. Das ist traumhaft. Ja. Riesling aus 2010. Hat 5 Jahre lang nicht geschmeckt. Ja. Wenn du es gut gemacht hast, hat es 5 Jahre lang nicht geschmeckt. Das ist aber genau für mich natürlich, wenn ich das kaufe. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe das dann und dann mache ich es zur falschen Zeit auf. Dann ärgere ich mich zu Tode. Das ist noch ein großer Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Das ist tatsächlich so. Aber ich glaube auch da, wir empfehlen ja dann auch Sachen, ne? Und geben Sachen raus. Und dann einfach viel auf der Winzer hören, den du magst. Ja, mache ich ja inzwischen. Frage ja immer. Okay. Ein wichtiger Aspekt von unserer Planung jetzt, von Neubau, ist auch, dass wir mehr Kapazitäten schaffen für Lager, dass wir auch Privatkunden mal irgendwann anbieten können. Hier eben auch eine 6er Kiste mit einem 10er, 13er, dem verschiedene Jahrgänge und so. Und das dann halt, das kostet dann Geld. Ja? Aber die Leute haben jetzt im Moment eine Kiste, wo sie sagen, ey, wow, das ist jetzt richtig top. Das ist aber cool. Ja. Das ist genau richtig. Das heißt, ich könnte es jetzt kaufen und dann zurücklegen lassen sozusagen. Und ich krieg's dann geliefert. Wir bringen das die Idee ist, also die Intention ist, dass wir das jetzt auf den Markt bringen, du kannst jetzt kaufen, aber wir haben es halt bei uns gelagert. Es ist schon gereift. Bis wir sagen, jetzt ist es top. Ist schon total teuer auch. Ja. Top und total immer noch viel zu günstig wahrscheinlich. Guck mal, wie er mich angeguckt hat. Immer noch viel zu günstig. Oh, da kam wie jetzt. Hallo? Nein, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, dass du einfach sagst, du lässt optimal reifen, dass es trinkfertig ist. Na, ich meine, ihr könnt es natürlich wirklich viel besser reifen lassen, als man das so als Endverbraucher reifen lassen kann. Das stimmt schon. Aber ihr habt ja auch Endverbraucher. Das ist ja schwer für euch. Ich bin Endverbraucher. Ja, ganz normaler Leute, Trinker. Die kommen, wir haben jetzt zum Beispiel einen 15er Weißburgunder gerade wieder auf die Karte genommen. Ja. 15er. Habt ihr nicht verkauft kriegt oder was? Nee, probier doch mal. Das ist dann Sachen, die 80% sagen, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein 15er noch so gut schmecken kann und so. Ne? Weil da viele ist aber Leute noch ganz viel Arbeit nötig, ja, weil ich habe immer gelernt, Weißwein, gerade Weißwein musst du ganz jung trinken. Das ist unser aktuelles Projekt, weil genau das ist der Punkt, wenn du irgendwas Älteres anbietest, nimm mal das ja auch, klassischer Spruch, Restaurant. Genau. Kriege ich doch Rabatt oder was? Ja. Nee, das zahlst 5 Euro mehr. Das heißt 5 Euro mehr die Flasche. Oder 10, ne? Ja, und dann, wenn du es probierst, verstehst du alles. Mm. Das ist das Schöne. Du musst nur probieren. Ja. Du musst dich einmal drauf anlassen, musst probieren, hast du verstanden. Musst es zeigen. Ja. Ja. Sag mal, was wir da Tolles im Glas haben jetzt, weil das ist schon auch sensationell. Ich trinke kein Fassbrum. Ja, Chardonnay, wie gesagt, aus dem St. Paul und ganz simpel, also auch Handles, feinste Traube, 19, super easy als Jahrgang. 19 war ein geiles Jahr. Ja. Ich denke immer wieder, wenn es probieren. Es gab wenig, oder? Gab es wenig? Normal. Manche jammern, dass es wenig gab. Bei uns war es normal. Normal klein. Oder normal, ja. Ne? Also nicht übermäßig klein, nicht, aber das war sehr, sehr stimmig. Zwischen Reife, Säure und Konzentration. Bei 19 schon stark. Beim Riesling wie beim Burgund. Also das ist ein sensationeller Wein. So, und den willst du aber in eine Versteigerung geben. Wir wissen es nicht. Der kommt jetzt erstmal nicht in den Verkauf. Der wird jetzt abgefüllt. Mhm. Macht doch Sinn. Ist noch ein Baby, oder? Ach, wir wollen erstmal schon geil trinken. Das ist der erste Jahrgang, den wir abgefüllt haben. Aus dem Weinberg. Wir müssen erstmal ein bisschen evaluieren, wo steht der Wein überhaupt. Das heißt, junge Reben? 14 gepflanzt, ja. Krass. Aber wenn du halt siehst, ich meine, die Rebe, wo wir den gepflanzt haben, musst du halt sehen, was sind junge, was sind alte Rebe. Die Rebe müssen in den Kalkstein. Und in St. Paul ist wirklich so, haben wir ein gutes Viertel. Vielleicht ein Drittel von den Rebe musst du wirklich mit einem Bohren.
Bohrer, Pressluft mit so einem Bagger machen, weil da keine Erde ist. Und dann tust du ein bisschen Grund rein machen und dann setzt du die Reben rein. Und dann sind die halt in 2 Jahren schon genau da, wo sie hier sollen. Wo, wenn du jetzt einen Weinberg hast, wo eine Auflage hat von 2,50 Meter über dem Kalkstein, dann dauert das mit 10 Jahren. Also du meinst, der ist Rückzug auf dem Stein. Halt. Der ist da. Geht das nicht ist, mehr viel. Ja, ja. Aber man der, sagt der ja, Jungfernjahrgänge waren schon top, aber die haben wir verschnitten. Ich dachte, ey, das ist jetzt, na, aber 19 haben wir gesagt, ey, wow, das ist Granate. Und jetzt das ist eine Granate. Aber man sagt ja immer, die sollen tief wurzeln. Das ist da ja gar nicht möglich. Da ist dann Schluss. Doch. Also die gehen ja in den Kalkstein. Die wurzeln die durchs Gestein. Den, die wurzeln durchs Gestein. Ja, wir haben jetzt gerade, ach, das ist ganz interessant, ich wohne ja quasi direkt neben dem Weinberg. Das ist der Weinberg, den ich gesehen habe, da neben dran. Genau. Die gerade. Ja, okay. Genau. Ja. Claude Fritz. Ja, das ist St. Paul, das ist eine alte Verteidigungsanlage vom Kloster Weißenburg. Das ist so ein Turm und zwei Häuser stehen dort. Heute. Und rundherum ist so eine Oase für Wildnis. Und da hat dann mein Patenonkel, der hat das gekauft, Anfang der 70er Jahre. Und der hat dann meinem Vater in den 90er gesagt, hier, er darf wieder ein Stück von dem Land haben. Das war früher immer Weinberg, aber vor über 100 Jahren. Und dann hat mein Vater das quasi rekultiviert. Toll. Und das ist halt perfekt für Burgunder. Mhm. Sag mal, du hast ja deine Weinberge jetzt eigentlich fast alle in Frankreich. Jetzt ist das ja Fluch und Segen zugleich, weil du kannst ja die großen Lagen jetzt gar nicht einfach so einfach als große Lage klassifizieren, oder wie ist das? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Es ist so, dass mit dem Weingesetz, wann war das, 70 oder 71, das neue Weingesetz? Waren wir nicht auf der Welt. Nee, noch lange nicht, genau. Da war das so, dass die Lobby der Genossenschaften sehr stark war. Und damals hat man dann quasi die bekannteste Lage aus einer Gemarkung genommen und hat die einfach zur Großlage gemacht. Das war bei uns der Sonnenberg. Ja. Der Sonnenberg war 8 Hektar ungefähr groß damals und nach dem neuen Weingesetz war er auf einmal 280 Hektar groß. Verrückt. Ja. Ich bin mal billiger fahren, sag ich bloß. War der auch so groß? Der ist so viel größer geworden. Aus Sicht der Genossenschaft war das natürlich intelligent, weil das war die bekannteste Lage. Die hat man einfach größer gemacht, kann man mehr Sonnenberg verkaufen. Ja. Das Problem war, dass dann alle anderen Lagennamen oder Gewannennamen aus der Lagenrolle gestrichen wurden. Das war dann auf einmal alles nur noch schweigender Sonnenberg. Okay. Die letzten 30, 40 Jahre wird ja versucht, mehr auf Qualität zu setzen. Wir wollen die Einzellage hervorheben, die Herkunft hervorheben. Das ist alles schön gut. Das Problem ist nur, mein Vater hat 2002 angefangen, Weinbergslagen, alte Gewannennamen aufs Etikett zu schreiben. Und dann hat die ADD, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ein schönes deutsches Wort. Ja, genau. Die ADD, also das ist die Behörde, die dann gesagt, ja, das geht aber nicht, weil das ist eine französische Herkunftsbezeichnung. Das, der Kammerberg, den gibt es schon seit über 800 Jahren. Aber er liegt in Frankreich. Genau, im heutigen Frankreich. Ja. Auch ein wichtiges Detail. Das sagt aber die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, das geht ja gar nicht, dass sie eine französische, so heute in Frankreich, Herkunftsbezeichnung auf ein deutsches Produkt schreibt. Obwohl die Trauben von daher kommen, das ist ein kleines Stück, das sind 2, irgendwas Hektar insgesamt. Das sagt aber die Behörde, das geht nicht. Jetzt geht es ja um Herkunft und es geht auch darum zu zeigen, wo der Wein herkommt. Schön ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, durchgesagt, heute Französisch. Es war einmal zweimal Deutsch und Französisch und es ging ja hin und her, aber es war halt immer, der Lagenname ist ja der Lagenname, verdammt nochmal, ob das in Deutschland oder Frankreich ist, das scheißegal. So, und jetzt das hast ist der Kammerberg, fertig. Oder der ist Heidenreich oder das ist St. Paul, das ist halt einfach so. Wie kriegst du das jetzt hin, das trotzdem auf die Flasche zu schreiben? Wir haben prozessiert, jetzt momentan ist der Status quo so, dass wir St. Paul, Heidenreich, Steinwingert draufschreiben dürfen. Wir dürfen aber nicht auf eine Lage bzw. geografische Herkunft. Ja. Ich brauche unbedingt eine Flasche. Das ist mir eine Heidenreich verwendet. Ich habe eine sehr treue Mitarbeiterin, die Heidenreich heißt. Ach so, okay. Jetzt dürfen wir quasi nicht auf die... Wir dürfen jetzt sagen, das ist ein Fantasiename. Das haben wir erstritten vor Gericht. Okay, also es ist wie eine Marke. Du hast auch Marken eingetragen. Haben wir auch eingetragen, alles genau als Markenname. Du musst das Marke eintragen und hast verwendet. Ja, beim Kammerberg geht das nicht, weil es eine Genossenschaft gibt im Elsass, die auch im Kammerberg einen kleinen Weinberg haben und einen riesigen. Aber ihr habt doch Kammerberg auf der Etikette stehen. Nicht mehr. Haben wir jetzt mittlerweile so einen Zensiert-Stempel drüber. Ach, verrückt. Wir haben jahrelang Aufkleber drüber geklebt und wir haben sogar mal, das ist eine ganz kuriose Geschichte, wir haben sogar mal eine Hausdurchsuchung gehabt mit dem Herbst. Das ist kein Witz. Herbst, Westfalen, wir haben so an die 50 Leute, Lesemannschaft, zwei große Mannschaften. Herbst, Traubeverarbeitung, also High Life, also wirklich High Season. High Noon. 10 Uhr morgens ungefähr. Ich komme gerade aus der Waschküche bei uns, habe meinen Kaffee geholt, komme raus, stehen 5 Mann im Hof. Okay. 2 Staatsanwälte. 2 Kriminalpolizisten und der Weinkontrolleur. Was ist jetzt los? Der Weinkontrolleur kannte ich ja. Ah, so und so. Lagename und so weiter. Sie haben uns auch mehrfach darauf hingewiesen, dass wir es nicht dürfen. Wir haben es halt weiterhin gemacht, weil wir gesagt haben, ist halt die Lage, die ist halt so, seit 800 Jahren, wo ist das scheiß Problem? Was ist, warum nicht? Wir machen weiter. Ja. Da haben sie ernst gemacht.
Und das ist halt so eine Androhung geschickt, ja, wir kriegen dann Konsequenzen. Und dann haben sie wirklich, kamen sie mit dem Herbst. Das war natürlich totale Willkür. Auch gemein, ja. Und haben dann gesagt, hier, ab jetzt nichts mehr verkaufen, wir machen alle Bestände dicht, wir holen alles. Heute Mittag kommt der LKW und holt alles ab. Oh. Jeden betreffenden Wein wollten die wirklich abholen, auslagen. Aber war das schon Weine, die dann in den Flaschen schon waren, ja, ja, oder klar, auch die, ja, ja, Fässer? Ja, ja, ja. Dann, die müssen abholen, das ist der Eigentum. Die können jetzt sagen, du kannst dafür kaufen. Nee, das stand wirklich, wie das jetzt rechtlich war, weiß ich nicht, das stand wirklich im Raum. Die wollten es beschlagnahmen. Die wollten es wirklich beschlagnahmen und abholen. Dann im Nachhinein haben sie es dann nur quasi versiegelt, haben sie so Folie drum gewickelt und so Klebebänder drum gemacht. Und dann war das, keine Ahnung, wie lange war das, gute 2 oder 3 Monate war das dann gesperrt. Und das war natürlich gerade in der Zeit, wo die großen Gewächse angefangen werden zu verkaufen, bei uns September kommen die neuen großen Gewächse. Mhm. Das war natürlich ein wirtschaftliche, beeinträchtigte Jungs, sage ich mal. Dann haben die das wirklich, haben sie eine Verkaufssperre verhängt. Irgendwann haben wir das halt erklagt, dass wir es wieder verkaufen dürfen. Und es wäre wirklich so gewesen, wenn ich dann irgendwas genommen hätte und verkauft hätte, wäre das ein sogenannter Siegelbruch, das ist eine Straftat. Okay. Okay. Das ist eine Wir direkt ab in den Knast. Ne? Wirklich. War bestimmt ein Knast, ich habe einen getrunken. Ich habe den falschen Wein aufgemacht. Ja. Das ist total kurios. Aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, der Status quo ist jetzt der, dass wir die Lagenamen zum Großteil draufschreiben dürfen, aber eben nicht auf eine Lage verweisen dürfen, sondern als wäre es ein Fantasiename. Das ist der Fantasiename. Okay. Ist einfach, niemand stehe aus der Lage oder aus dem Weinberg. Was wiederum gegen das Klassische spricht, wo du normalerweise keinen Namen verwenden darfst, der eine Weinlage ähnelt. Ja, es ist so, gesetzlich ist es so, es ist die Vortäuschung einer falschen geografischen Herkunft. Manchmal ist es so deutsch. Ich sage immer, das ist die Wohlstandsbürokratie. Ja. Wenn man ich gebe dir zu 100% recht. Dann schafft man sich Probleme. Ich weiß, sag ich gerne offiziell 100%. Nee, es tut keinem weh, im Gegenteil. Wir alles, was wir machen, ist zu sagen, hier aus dem Weinberg. Aber Kammerberg. Aber trotzdem bist du aus Wohlstandskind. Genau. Das ist so lächerlich. Das bringt niemanden weiter, das hilft niemandem, im Gegenteil. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich schön, wenn man ganz klar und offen macht, wo kommt der Wein her, wo kommt mehr die Trauben her. Mehr geradliniger als die Herkunftsbezeichnung kannst du einen Wein nicht bezeichnen. Ja, absolut. Wir können es sogar dokumentieren. Das ist alles, wir führen ein Buch über die Sache. Das Schöne ist, man schmeckt es auch noch. Ich schmeckt es auch und da trinken wir nochmal drauf. Ja, also Leute, schön, schön. Jetzt hast du ja neben dieser Weingutslinie auch eine Linie, die im Handel ist. Mhm. Den kleinen Fritz. Das habe ich angefangen, habe ich das schon 2005. Ja. Meine eigene Linie, aber im kleineren Rahmen dann, wo ich Weine gemacht habe. Jetzt mein Vater nicht wollte im Betrieb Sauvignon Blanc zum Beispiel. Wo ich dann gemacht habe mit eigenem Etikett, damals mit Wildschwein. Das ist mit dem Discounter, mit Lidl. Das hat jetzt vor 3 Jahren angefangen. Ist auch eine super Sache. Mhm. Grundsätzlich mache ich da auch Weine, wo ich sage, ey, das sind Weine, die trinke ich selbst, trinke ich die Flasche leer. Mhm. Ne, wenn nicht irgendein Scheiß abgefüllt, nur dass die Kohle verdient wird, sondern das hat einen gewissen Anspruch. Okay. Ich glaube, wenn jetzt der Friedrich zuguckt, habe ich immer gesagt, der Spätburgunder, den wir machen, der muss immer ein Stück besser sein, wie den der Keller macht für der Alte. Okay. Das war so ein Grundanspruch für Spaß. Aber das, also das ist schon ein gewisser Anspruch. Okay, aber gibt es da handwerkliche Unterschiede jetzt, klar, wie man die Weine macht? Logisch, ja, doch, ja, weil man muss anders rangehen, dass man zu dem Preis machen kann. Ja. Das Interessante ist halt, du kannst eine größere Menge absetzen, kannst einfacher Geld verdienen. Das ist aber immer so auf den Punkt bringen, oder? Das ist so. Aber wie du ist kannst das? Das ist ein wichtiger Punkt, der gehört dazu. Du kannst dann da leichter Geld verdienen, leichter. Du erschaffst dir dann noch gewisse Freiheit im Weingut, wo dann einfach kompromisslos arbeiten kannst. Das ist ein ganz bestimmter Punkt, genau. Gibt es da aber nicht so 9-mal Kluge, denen man dann mal erklären muss, wie diese Preisspanne zustande kommt? Ja, man muss dazu sagen, dass die sehr faire Preise bezahlen. Also okay. Dass deren Spanne jetzt nicht so enorm riesig ist, würde ich mal sagen. Ja. Die verdienen natürlich 8 dabei, aber das ist nicht so, dass die uns jetzt knebeln und um den Cent kämpfen. Sondern du machst ja mit den 3 Winnern auch so ein Projekt fürs Ausland. Wir haben es ja ganz bewusst gemacht. Wir haben ja mit 3 Winnern haben wir das gemacht oder unterstützen auch Projekte auch im Inland, weil wir gesagt haben, es gibt Sachen, die können wir selbst mit unserer eigenen Weingutstruktur nie abbilden, wollen sie nicht abbilden, weil wir keine Lust haben, Kompromisse einzugehen. Und auf der anderen Seite ist es aber super spannend, weil du lernst auch viel dazu. Du lernst unfassbar viel. Mhm. Ganz total spannend, weil du machst ja eben genau das. Die Kunst ist ja, ein großes Volumen, einen sehr guten Wein zu machen. Wir reden ja trotzdem noch, unser Anspruch ist ja nicht klein. Mhm. Das heißt, wenn wir dann Wein abfüllen, ich habe den kleinen Fritz nicht probiert, aber ich bin überzeugt davon, wenn ich ihn probiere, weiß ich, das ist ein sehr, sehr guter Rotwein. Was ist nur Rotwein für Lille? Nee, der kleine Fritz ist nur Rotwein? Auch Rosé. Auch ein Rosé. Rotwein-Cuvée, noch ein zweiter Rosé. Okay. Aber ich sage, das sind alles Weine, wo ich sage, ey, das sind Weine. Das trinkst du auch selbst. Ich gern, genau. Genau. Ich würde nicht irgendwas, das geht ja auch. Ich meine, du kannst irgendeinen Scheißdreck zukaufen, kannst den einmal umrühren, kannst du abfüllen als dann. Aber Wein. Das darf halt nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das merken die Leute. Das kannst du einmal machen. Kannst du einmal machen, genau.
der Name ist viel schneller kaputt, als er aufkommt. Und machst du mit einmal schlecht, machst du 10 Jahre Arbeit kaputt. Genau. Und das darf nicht passieren. Das muss man wissen, wenn man das Grundverständnis aber hat, dann muss man sagen, dann gibt es eigentlich Win-Win. Ne? Zum Schluss, du kriegst einen sehr, sehr guten Wein. Der Winzer profitiert davon und eben, man darf es nicht unterschätzen, was es wirklich heißt, für deine eigene Idee befreit zu sein. Dass du eben nicht sagen musst, ich muss jetzt noch den Literwein machen, weil der Literwein, ich brauche den, der mir mein Geschäft finanziert, weil machen wir uns nichts vor. Bei so Weine, die wir hier gerade produzieren, da denkt jeder, wenn die Winzer reich, das ist unser Hobby. Das ist was, wo wir rein investieren. Im besten Fall eben, du musst 100 Euro nehmen für die Flasche, dass du's, was du was dran verdienst. Ja. Aber genau das ist es ja, was uns Spaß macht. Die Zielgruppe ist wahrscheinlich auch, also ihr kriegt das alles verkauft, aber die Zielgruppe ist ja eine sehr kleine. Ja, aber es geht ja nicht ums Verkauf. Es muss ja trotzdem auch eine Flasche Wein für das Geld kann sich manchmal nicht rechnen. Mhm. Und es geht auch um das Drumherum, um solche hochwertigen Weine. Wir machen ja auch im Rotweinbereich einige Weine, die deutlich über 100 Euro kosten. Aber dann, wenn du es dann in den internationalen Kontext packst, dann ist es... Spottbillig, dann, wie gesagt, in Hongkong haben wir ganz oft, so läuft das Geschäft so, du gehst zum Mittagessen, zum Abendessen und deine potenziellen Kunden bringen jeder Flasche mit und dann wird das alles blind probiert und dann steht halt dein Wein inmitten von irgendwelchen total abgefahrenen Burgundern, wo ich sonst nie die Möglichkeit hätte zu trinken und dann sind irgendwelche Weinfreaks am Tisch, die das halt mitbringen. Und dann hast du die Möglichkeit, das erste schon mal für mich zu probieren, was cool ist. Schöner als Urlaub. Schöner als Urlaub. Ah ja, ich muss es ja nur bezahlen. Ne? Ich trinke die tollsten Weine der Welt. Und das sind dann Weine, da kostet eine Flasche nur, dass der Hörer sich das mal vorstellen kann. Zum Teil 1000 Euro. 500.000, irgendwie sowas. Das ist nett, aber 1000 Euro zum Teil. Mhm. Wenn die dann halt sehen, hey, wow, das war jetzt der Bäckerwein oder der 30-Acker-Wein. Und der war ja da in der Reihe wahnsinnig drin gestanden. Ich habe den gar nicht als Deutschen erkannt. Das ist schon mal ein Kompliment. Das ist verrückt, ja. Das ist schon mal ein Kompliment, dass man nicht als Deutschen erkennt. Ja, aber dass man einfach mal zeigt, deutscher Wein ist mehr als süß und günstig. Und er kann nebendran bestehen. Das ist große Wein der Welt mittlerweile. Mhm. Das ist ja genau das, was wir suggerieren. Und ganz wichtig, im internationalen Vergleich noch viel zu billig. Wir sind preis-leistungsmäßig ganz weit vorne. Frage, was kriegst du nicht im Kraft speziell, weiß wie aber auch im Rot, kriegst du nicht viel Besseres als in Deutschland? Ist wenn ich die Rieslinge sehe, die Top-Rieslinge Deutschlands, das ist so ein Witz, die kostet dann, sagt ihr, 40 Euro für großes Gewächs. Da geht es in Burgund für ein Premier Cru noch nicht immer los mittlerweile. Du fangst ja bei 90 Euro erst jetzt mittlerweile. Du kriegst dann Ortswein vielleicht mit Glück. Kriegst du gute Ortswein. Ja, das ist total absurd, dass unsere Top-Gewächse dann irgendwie im internationalen Vergleich dann einen Bruchteil kosten. Es tut mir total leid für euch, aber es ist ganz gut für Leute wie mich. Ja, aber wir müssen auch perspektivisch denken. Ja, ihr müsst perspektivisch. Also ich sollte jetzt Sohn viel mal First Class fliegen. Und mich dann einlädt. Das ist die Idee. Mit dem alten Teil. Genau. Nee, aber das muss man wirklich, das kann man gar nicht oft genug betonen, wie günstig die deutschen Topweine im internationalen Vergleich noch sind. Also ich fand der Weißburgunder schon super schön und gute Grip und der Chardonnay ist echt das Brett. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn es gefüllt ist. Das ist echt ein Brett hier. Oh, Hammer. Ich würde gerne was steigern. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie wir das machen, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Also, wenn es einfach abfüllt, dann liegt der mindestens nochmal 2 Jahre irgendwo im Eck. Aber das funktioniert denn dann so eine Versteigerung? Aber das braucht aber auch, ne? Das muss auch schön auf Eck legen. Wie funktioniert denn so eine Versteigerung? Ich habe noch nie mitgemacht. Ich war noch nie dabei. Es hat mich noch nie so richtig gereizt. Also, wenn du weißt, wie es läuft, sagst du mir mal Bescheid, dass ich weiß, wie es geht. Ja. So, okay, Leute, Schnellfragerunde. Zack, zack, Fritz. Was meinst du mit Tradition schlägt jeden Trend? Ich könnte auch sagen, man kann den Wein auch nicht neu erfinden. Unsere Urgroßväter haben schon gewusst, wie man guten Wein macht und haben, wie das funktioniert. Und das kann ich nicht neu erfinden, fertig. Ja. Wenn ich das Burgund gucke, die machen das seit hunderten Jahren so und die machen es gut und fertig. Die wollen nicht jedes Jahr irgendwie eine neue Idee oder neue Mode, neue Trend. Und die machen es halt so und es ist gut. Ja. Und da wollen wir hin. Da müssen wir hin, finde ich. Dass wir nicht jedes Jahr auf neue Sau durchs Dorf treiben müssen. Ich habe noch niemandem eigentlich erzählt, warum ich dich Fritz nenne, aber du willst Fritz genannt werden, gell? Ist mir eigentlich scheißegal. Ist ja auch. Dann Friedrich. Friedrich. Meine Mutter hat immer Friedrich gesagt, wenn ich was angestellt habe. Ich wollte gerade sagen, also ich habe dich nie was anderes als Fritz genannt. Entschuldigung. Das nicht viel, viele nennen mich ja Friedrich, aber nur Fritz ist halt die Ruf. Ja. Also der kleine Fritz, ich war immer der kleine Fritz. Wahrscheinlich, dass ich meinen Sohn auch Friedrich genannt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gut geht. Ein schöner Name. Aber ja, tatsächlich, der Name ist Programm. Genannt, ist 1:1. Ja, der Friedrich. So, ne? Was ist für dich das größte Kompliment? Das größte Kompliment, wenn es jemand schmeckt. Ja. Wenn jemand sich wohlfühlt, wenn jemand das Gefühl hat, unsere Arbeit wertschätzt und Spaß dran hat und irgendwie sich wiederfindet.
und das versteht, was wir machen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist nochmal ein größeres Kompliment, wenn es jemand ist, der ganz Wein, also wenn jetzt zum Beispiel der Friedrich sagt, der ganz viel Wein in seinem Leben schon probiert hat, du, das ganz ehrlich, schmeckt, das freut, oder? Nee, das freut dem beides auf andere Art und Weise. Ich glaube, man geht selbstkritischer mit sich ins Gericht, wenn jemand da ist, der viel Wein Ahnung hat. Aber es tut auch manchmal, was der Fritz vorhin gesagt hat, wenn ein Kunde da ist, einfach gut. Wenn jemand begeistert ist von deiner Arbeit. Ich habe zum Beispiel bei uns einen Privatkunde, die Emotionen, den wir mitgenommen haben die letzten Jahre. War schon nicht viel. Du hast das Weingut weiterentwickelt und die meisten sind irgendwie hängen geblieben. Der schreibt mir eigentlich immer im Quartal einmal einen Brief, nicht hängen geblieben, einmal einen Brief, weil er jeden Lagenwein von uns immer kauft seit Jahren. Da bin ich so dankbar davor, wo ich mir denke, Wahnsinn, Hut ab, du hast unser Wein schon für 10 Euro gekauft, du kaufst jetzt auch für 50 und schreibst mir zu jedem Wein deine Gedanken. Süß. Toll. Ja. Großartig. Dann würde ich mir nicht verschenken. Zurück? Ja, natürlich. Ja. Na, ist so, weil das wert, das finde ich unfassbare Wertschätzung. Ja. Na, mit welchem Wein verführst du deine Frau? Darf ich das sagen? Das erste Mal hat es geklappt mit 94er Brühen, Wilner Sonne nur Auslese. Aha, okay. Bisschen was Lieblicheres. Ja, sie hat sich mittlerweile weiterentwickelt, das hört so komisch an, aber damals, meine Frau war wirklich völlig weinfremd. Ich habe dann gesagt, ich trinke eigentlich gar keinen Wein, aber ich habe so einen Brühen aufgemacht und es hat funktioniert. Mein Verlobungswein war 2,4er Wilner Sonne nur Auslese. Ah, okay. Aber den habe ich getrunken, ganz schnell. Mittlerweile trinkt es am liebsten Chardonnay. Gute Chardonnay. Leider. Das ist dein. Sehr teuer, okay. Ja, deine Frau trinkt auch so gern Chardonnay, oder? Mhm. Ja, okay. Und Shampoos. Ja, und Shampoos. Ja, okay, ja. Genau. Erziehung frisst. Und am liebsten Krug. Das ist scheiße. Spricht für die Mädels auch. Gibt es ein Buch, das dich geprägt hat? Tatsächlich gibt es einige. Also meine Frau hat mich tatsächlich mal zu verdonnert. Und das muss ich sagen, es hat mich tatsächlich geprägt, weil das erste Buch war mit über 1000 Seiten, was ich gelesen habe. Okay. Ich habe schon mal Krieg und Frieden gelesen. Oh, sehr gut. Super spannend für eine Literatur. Ich habe genauso gut Harry Potter geliebt, ehrlich gesagt, wirklich. Ich freue mich, wenn du die Möglichkeit hast, mal abzutauchen. In eine andere Welt. Genau. Mhm. So, Fritz, wichtige Frage. Kork oder Schraubverschluss? Ganz klar Schraubverschluss. Und zwar machst du das auch mit deinen großen Gewächsen? Ja. Würdest du das aber so im Chardonnay machen? Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich komme auf jeden Fall. Ich mache noch Vergleichsfüllung mit Kork. Also ich bin dir ja dankbar, dass du nicht den Diam-Kram nimmst, was ihr alle nehmen. Ich finde es furchtbar. Ja. Moment, stopp, was heißt das? Ein synthetischer Kork, also im Endeffekt verklebter Kork. Und da kannst du jetzt sagen, es ist Bienenwachs oder irgendwas, aber zum Schluss irgendwas klebt dann doch und nur das Wachs ist das auch nicht. Ja. Und dann, wir hatten früher mal den Kunststoffstopfen und das war auch nicht besser. Und momentan viele große Burgunderbetriebe nehmen diesen Stopfen und es nehmen viele Deutsche als anders zu sagen, wenn sie große Burgunder machen, müssen wir es auch. Ich verachte es auch, ganz ehrlich. Kannst du jetzt geschmacklich, muss ich fairerweise sagen, noch nicht nachvollziehen, weil ja, aber du hast halt mehr Sauerstoffzutritt über die Zeit. Es ist einfach so. Und durch den Schraubverschluss? Nee, beim Plastikkork. Du hast doch, irgendwann kommt doch ein bisschen Luft rein und sag, beim Schrauber ist es halt kalkulierbar. Der Wein ist halt, das finde ich so toll, wenn ich 6 Flaschen von einem Wein habe mit Schrauber, dann sind 6 Flaschen alle gleich. Ich habe das Einzige, was ich mal gemerkt habe, ist, dass der Wein sich natürlich auch annähert in seiner Entwicklung im Alter. Das heißt, wenn du 6 verschiedene Einzellager hast, dann schmecken die irgendwann aromatisch ähnlich. Alles habe ich. Ich kann das nachempfinden, aber es ist halt so, finde ich, dass die werden reduktiv, gerade beim Rotwein, die kriegen eine gewisse Reduktion. Aber wenn du das dann halt immer schöne Glas einschenkst, dann kannst du die Entwicklung vom Wein mitverfolgen. Wenn ich sie in der Flasche habe, verpasse ich sie. Ne, etwa 100%. Also die Reduktion geht dann weg. Das ist unsere Erfahrung. Wir machen das schon jetzt auch schon seit 2004, mache ich Versuche. Oh. Und es ist halt wirklich immer so, immer. Wenn du die blind probierst, sind die alle Jahrgänge immer besser mit Schraube als mit Kork. Das ist eine Tatsache. Im Vinum haben sie letztes Jahr, also im Weinführer Vinum haben sie letztes Jahr, habe ich bei der 10 Years After Pinot Noir Probe, habe ich alle Weine mit Schrauber und mit Kork geschickt. Dann haben sie die alle, haben sie beide probiert und dann haben sie extra so einen kleinen Absatz dazu geschrieben. Das ist halt einfach unbestreitbar deutlich besser mit Schraubverschluss war. Immer. 10 Jahre alt. Ja. 10 Jahre gelagert. Ja. Verrückt. Das sagen viele mit Schrauber, ja, kurzfristig, aber langfristig bringt es nichts. Das genau, Gegenteil ist viele. Der Fall, das sage ich auch schon immer. Du sagst es auch eigentlich, gell? Also ich habe die Erfahrung bei mir immer, was das Riesling angeht. Ich meine, wir verwenden ja auch viel Schrauber, weil viel Schrauber, sagen wir mal, finde ich auch sinnvoll ist, weil es einfach ein total verlässlicher Beschluss ist.
Aber genau das, was du sagst, was ging mir so bei der Lageweine, dass ich das gemacht habe über 5-6 Jahre und habe gemerkt, im 7. Jahr, ob das jetzt ein Geiersberg ist oder ein Rosgar, das hat relativ ähnlich geschmeckt. Oder gerochen auch und so. Und dann denkst du halt, das darf halt nicht passieren. Da habe ich halt tatsächlich eher für mich so ein bisschen, wo ich sage, ich will ja zum Schluss auch immer die Einzellage schmeckbar machen. Und das war rein qualitativ, gebe ich dir recht. Und da war es nur so, dass ich gesagt habe, scheiße, der blöde Kork, ich hasse den Kork. Ich sage ganz ehrlich, ich bin total genervt. Wir geben teilweise mittlerweile 2 Euro für so ein Stück Kork aus. Und wenn du Pech hast, ist es halt fehlerhaft. Aber kann es ein Unterschied sein zwischen Burgunder und Riesling? Also ich weiß, was er sagt. Also ich hab das gleiche Empfinden, aber wie gesagt, nur in der Nase und am Anfang. Mhm. Wenn du dann dem Wein ein bisschen Luft gibst, dann merkst du die Unterschiede wieder mehr. Also aber deine Weine sollte man dekantieren? Auf jeden Fall. Okay. So immer machen. Das muss immer. Deine Lagen, wenn ich jetzt ein 2012er aufmache? Du musst halt immer den Wein probieren. Das ist die Frage, wie dekantierst du denn? Genau. Es gibt ja manchmal, die machen die Sprudel-Variante, die Soda-Mix-Variante, dass sie es drin flatschen lassen. Oder du gibst halt sanft rein. Ne? Und dann manchmal, wenn so ein sanfter Überschlag von einem Wein, kann so ein Wein brutal öffnen. Okay. Aber generell sage ich immer, auf jeden Fall erstmal einen Schluck ins Glas und gucke, wie ist der Wein jetzt gerade im Moment. Bevor ich jetzt dekantiere, so oder so, dann einfach mal 100%. Okay. Kann man so einen Schluck Chardonnay probieren. Ja, also ich würde auch noch mal so einen Schluck Chardonnay probieren, ob der sich verändert hat. Man weiß ja nie. Kann man trinken, oder? Sehr gut. Wunderbarer Wein, wow. Jochen, was magst du an dir am meisten und was an am wenigsten? Oh, das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Der Jochen war schon so oft da, jetzt kommen die ganzen fiesen Fragen. Ich kann es nicht leiden, mich selbst zu beantworten. Aber was mag ich an mir? Ich glaube, ich bin... Oh. Komm, ich trinke mal was in der Zeit. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, dem schon andere Menschen wichtig sind. Ja. Ich habe ja mein Team, was mir sehr wichtig ist, weil es einfach mir hilft, das zu verwirklichen, was ich den ganzen Tag mache. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Und dann will ich auch, dass es gut geht. Ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft. Auch Freundschaften sind dir wichtig. So. Ja. Menschen. 100%. Ich habe oftmals wenig Zeit dafür, weil wir doch schon umtriebig sind oder rastlos sind. Das darf man auch dazu sagen. Und ich bin sicherlich keiner, ich bin ein sehr unzuverlässiger Freund. Das heißt, ich bin keiner, der dauerhaft Freundschaften pflegt. Ich freue mich immer wahnsinnig über Leute. Ich meine, bei uns ja auch so, wir treffen uns, verstehen uns. So. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil du weißt, normalerweise auch die Zeit nicht dafür, das zu hegen, zu pflegen, wie das viele andere machen. Mich immer total beeindruckt. Ich bin froh, wenn ich an Geburtstag denke. Klappt auch nicht. Aber. Welcome to my world. Ja, ja ist so einfach. Ne? So, davor ist einfach zu viel und ich bin immer dankbar, wenn mir das jemand verzeiht. Und mich einfach so nimmt, wie ich bin. Das macht gute Freunde aus, finde ich. Ja. Das, wenn man sich gar nicht, sehe ich auch so. Zwei Jahre nicht gesehen, trotzdem, dann ist er nicht böse, du hast dich nicht gemeldet, euer Unscheiß. Wahrscheinlich wichtige Momente ist es wichtig. Jetzt ist doch alles gut. Ja. Wichtige Momente ist wichtig, dass du da bist. Ja. Ne? Und das sehe ich genauso. Ja. So macht es auch Freundschaften aus. Ja. Und ich bin auch nie jemandem nachtragen, wenn es anders ist. Was ist das Coolste am Winzer sein? Dass man seinen Erfolg selbst in der Hand hat, dass man viel trinken kann, klar. Ja, und das trinken muss, kann, sowas muss, trinken kann, sowas machen trinken kann, sowas trinken kann. Sowas trinken. Aber das Schönste ist wirklich, in der Tat finde ich diese positive Rückmeldung, die man kriegt, diese positive Bestätigung für das, was man macht, was man erschafft, in Anführungszeichen. Wie ist es jetzt, wenn der Jochen da völlig abdreht, da gerade, wenn er dann Chardonnay trinkt? Freue ich mich. Ja? Große Freude. Weil ich weiß, dass er gute Chardonnays kennt und das finde ich, ist auch eine große Anerkennung, wenn man das sagt. Mir gefällt aber auch, muss ich sagen. Ich habe jetzt das erste Mal so wirklich bewusst außerhalb vom Weingut. Oh, der schreit nach dem Glas. Hm? Der braucht da ganz viel Luft. Ja, ich trinke da die ganze Zeit. Obwohl er sehr lange im Fass war, also das war jetzt schon, nicht 24, aber schon deutlich über 18 Monate. Was lang ist für einen Chardonnay, die meisten machen es ja nur 12 Monate, dass sie die Fässer wieder benutzen können. Ein Jahr später. Die große Kunst beim Chardonnay ist ja, durch ganz viele Chardonnays sind so unheimlich präzise und fein. Und wenn du es dann schaffst, dass der Chardonnay diese Kompaktheit hat und trotzdem die Feinheit, dann reden wir groß. Ich meine, wir haben ja alle mal das Glück gehabt, oder zumindest wir Winzer, die wir uns viel mit Burgunder beschäftigen, dass wir auch mal große Chardonnays trinken. Große Chardonnays zeichnen sich dadurch aus, dass es Monumente sind, die fein sind. Ja. Und das wird er auch. Und das ist toll. Dass du immer noch einen Schluck trinken willst. Genau, also du willst weiter trinken. Das ist ein Monster, was du weiter trinken willst. Ja. Ein Monster. Was ist das Blödeste am Winzer sein? Die Arbeit, oder? Das Trinken ist gut, aber der Rest ist blöd. Da ich ja von Natur aus schon eher unorganisiert bin und chaotisch bin, so Winzerberuf fördert das, weil du hast so viele Einflüsse, so viele Sachen, auf die du achten musst und die du im Kopf haben musst. Weil wir machen ja alles. Wir machen nur Weinberg, wir machen Keller, wir machen Betriebswirtschaft, wir machen Vermarktung. Mhm. Und jeder will irgendwie was von dir. Mhm. Du hast so viel
verschiedene. Alles strömt auf dich ein. Ja. Und das ist schon manchmal grenzwertig, dann, dass man dann da den Überblick behält und so, und dann wird man manchmal schon ein bisschen kirre. Also mir geht das. Wobei, ich glaube ja manchmal, wenn wir es nett hätten, wäre es auch blöd. Also ich bin ja so schätzig als Typ ähnlich ein, dass mir auch gerne mal 25 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, weil man will alles machen. Ich wollte gerade sagen, du brauchst das auch. Ja, ja, ich brauche das 100%. Du brauchst ich auch. Ich wäre hebelig, wenn sie nur Asa haben, ist total scheiße. Hast du gelangweilt? Ich will immer alles machen. Genau. Alles selbst machen. Zu jedem Antwort habe. Zu 25 verschiedenen Themen. Ob drin ist. Und manchmal ist es halt schon dann, schon, okay, komm schon an die... An die Grenze. Vielleicht würde er noch sagen, kriegt man dann Burnout oder so, aber das ist dann trotzdem immer noch schön. Es macht immer noch Spaß. Ja. Ich glaube, wir brauchen auch den Stress, gell? Also das ist schon auch sowas, den Druck brauchen wir schon. Das ist so 9 bis 5 ist langweilig. Das ist ja auch schon 20 Stunden, aber es geht auch. Wir sagen alle mit Abstand, jeder Winzer sagt dir, die schönste Zeit im Jahr ist der Herbst, wo mir es mit Abstand am Strammstab. Ja, ja. Aber es macht einfach Spaß. Stehst du morgens auf, du hast vielleicht ein bisschen 2 im Keller was gemacht. Dann stehst du morgens trotzdem 7 Uhr auf und hast wieder Bock. Jeder, aber auch, weil es dir die Freiheit gibt, dass jeder weiß, dass du nur an der Sache beschäftigt bist. Kein Glück sein. Und alle lassen dich in Ruhe. Du entscheidest dich ja nach und alle haben Verständnis, wenn du müde bist und so. Aber du bist nicht müde. Nee, okay. Nee, wirklich. Brauchst du immer, das brauchst du. Es gibt Einzelne, wir haben uns nicht mitbinden. Na, abends habe ich dich schon mal gesehen, nach dem Herbst, da warst du schon auf. Nee, nach dem Herbst. Nee, also während des Herbsts so abends. Nach dem Herbst bin ich krank in der Regel. Ich denke, ich oder so. Dann liege ich mal hoch flach, aber im Herbst funktioniert es. Nein, im Herbst bist du natürlich auch müde, ohne Frage, aber trotzdem ist es so, dass du ganz anders leistungsfähig bist, weil du einfach das Adrenalin hast und willst gut machen. Ja. Warum hast du denn Fritz eingeladen? Weil ich mich erstens gefreut habe, ihn wiederzusehen. Ich habe schon lange nicht gesehen. Und dann, weil ich wusste, dass es ein spannendes Gespräch wird. Ja, findest du es auch spannend, oder? Ja. Willst du gehen? Vergleich. 5 Minuten habe ich. Was ist dein geheimes Talent? Das müsste meine Frau jetzt fragen. Oh, sollen wir ihn mal anrufen? Telefonjoker? Das ist ein Geiger. Ich glaube, das ist jugendfrei. Das ist jugendfrei. Nee, okay, na, wenn wir so, dann nehme ich die nächste Frage. Mein geheimes Talent ist, ich kann viel. Ich kann, auch wenn die Situation chaotisch ist, kann ich trotzdem noch den Überblick behalten. Ich glaube, das ist schon eine Gabe, gerade im Herbst oder so. Wenn alles wirklich, wenn es brennt und du musst einfach... Und du musst dann Entscheidungen treffen, das klappt meistens recht. Mach aber auch gern. Robotikdrohnen, welche technischen Neuerungen sind für dich im Weinbau in der Zukunft wirklich eine Option? Also ich glaube, bei der Art und Weise Weinbau, die wir betreiben, wenn wir es schon feiern, wenn wir irgendwann mal sagen können, so Unterstockbehandlungen und Dings geht autonom, okay, wo du einfach weißt, das muss gemacht werden, das ist wahnsinnig viel Zeit. Du schickst rein, oder? Ja. Traktorarbeit. So, Traktorarbeit. Ja. Roboter, der Traktor fährt. Ja. Wenn nichts kaputt fährt. Ja, genau. Einfach sehr. Oh. Also, das feiere ich. Freue ich mich jetzt schon drauf. Spritze, Unterstock. Nehm ich lang, sage ich dir. Wäre gut. Ich bin vorne dabei. Warte nur 5 Jahre, dann darf das. Welche Frage wirst du immer zu deinen Weinen gefragt und nervt auch irgendwie? Was ich oft höre. Sie machen so elegante Weine, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetragen. Da trinken wir mal drauf. Das ist ohne Scheiß. Das ist gleich auf. Echt? Ja, ohne Scheiß. Was sagst du? Danke fürs Gespräch. Ich bin ein feinfühliger Mensch, aber sag immer keine Ahnung. Okay. Ja, und jetzt hast du das Kochen für dich so ein bisschen entdeckt, gell? Das war tatsächlich ein schöner Ausgleich. Ich bin absolut untalentiert. Ich mache das total gern, weil es mich total relaxt. Manchmal einfach Sachen zu machen. Und da geht es ja auch so, manchmal ums Ausprobieren und irgendwie mit natürlichen Zutaten umzugehen. Und das mache ich gern. Du hast jetzt vor allem so viele asiatische Sachen gekocht. Weil bist du? Okay. Ich glaube, da bist du auch so, gell? Mhm. Ich mag das auch? Die Einflüsse. Boah, ja. Ich liebe das. Passt das gut zu euren Weinen? Total. Ist das, ja? Wenn du, auch die Weine, die haben alle ein Fundament. Meine auch. Mhm. Und dazu funktioniert Schärfe, Würze, dichte Säure, diese Extreme, die wir dann suchen auch. Ne? Wir suchen ja auch schon auch, du weißt ja auch nicht, ohne Grund, ich mag den Tim Rauer sehr gern, guter Kumpel, der das ja auch so macht, dass er einfach extrem, der will ja extreme ausreizen, der macht sauer wie die Nacht, wenn du manchmal, er denkt dann der eine oder andere, ist mir viel zu sauer. Ich so, aber das liebe genauso wie der Koch, das liebe ich auch, so sehr extrem, also viele Leute sagen, ich war schon öfter dort und viele Leute sagen, ich feiere es. Also ich feiere es auch, scharf. Ich hätte ihn ja gerne mal hier, aber die Extreme. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Ich würde mich gerne unsichtbar machen können. Geil, das würde ich auch gerne. Dass wenn jemand kommt, der mich nervt, dann ich einfach so, zack, ich bin weg. Geht mir ganz oft so, dass irgendjemand da ist, dann muss ich, sagst du natürlich auch gerne Hallo, aber du bist gerade am Arbeiten. Und jeder will dich irgendwie sehen. Jeder will Versteckst dir Hallo dich sagen. Dann auch? Ja. Ach ja. Oft, ja. Weil ich halt, sonst kommst du zu nichts. Weißt du, wir kriegen am Tag kommen bei uns 20 Leute, das war ein gut, und jeder wird gern den Winzer sehen. Und, und dann kann ich auch nur den Grüßaugusch machen. Das geht auch nicht. Wie gesagt, ich freue mich sehr. Also ich habe gern Kundenkontakt. Es macht mir Spaß. Mhm. Aber wenn du halt dann gerade am Arbeiten bist und was machst, und dann. Ist schwierig halt. Bist wieder raus. Ja. Mit dem Telefon. Ich lasse mich ganz oft. Das darf ich gar nicht sagen. Ach, lass auch. Das ist verleugnet. Der ist gerade nicht da. Aber das heißt, wir sind nur bei uns. Das heißt, wenn man euch treffen will, man bucht mal am besten so ein Weinmenü oder man macht einen Termin. Und wenn ich da jetzt anrufe im Weingut und sage, also ich will jetzt aber mit dem Fritz Beck auf jeden Fall hier eine Verkostung. Klappt. Wir nehmen immer Praktikanten. Das beste Zeit. Kriegst du mal schon mit. Ach so, okay. Also wenn du einen Termin mit dem Winter willst, machst du ein Herbstpraktikum ist super. Herbstpraktikum, da lernen wir euch kennen. Genau, nur die Hacken kommen gerade. Die Bäume weiße dann, ja. Ja, und was war das beste Geschenk, das du je bekommen hast? Sicherlich gutes Essen in Verbindung mit einer guten Flasche Wein. Ich habe jetzt gedacht, außerordentliche Momente. Das meine ich damit. Okay. Also, aber ich verbinde meine außerordentlichen Momente zum großen Teil mit gutem Essen und gutem Trinken. Ja. Wenn du mich fragst, wo ich in den Urlaub fahre, wo ich gut essen und gut trinken kann, wo ich mal Ruhe habe. Es ist wirklich so. Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann? Wein, Frau, Kinder. Okay. Gute Antwort. Was habt ihr zwei gemein? Da fällt mir direkt ins Ei. Sag mal. Soll man das sagen? Also ich hab's hier, glaube ich, schon stehen. Ach so. Wir haben beide ein gutes Talent, einzuschlafen. Ja, korrekt. Auch mal im Stehe oder so, also oder während einer Veranstaltung oder so. Das machen wir sehr gern. Ich sag mal, das ist eine Schutzreaktion des Körpers. Notausbutton. Also ich sag mal so, ich bin immer froh, dass meine Fragen noch nicht dazu geführt haben, dass sie hier am Tisch einschleppt. Das würde mich so schon schwer treffen. Das hatte ich allerdings auch schon. Im Journalistendiener, das war ganz peinlich. Als Journalistin mir Fragen stellt, bin ich mal eingeschlafen. Ich glaube, das hat mir ein bisschen Absatz für ein paar Jahre Mobbing gekostet. Was besser nicht passieren sollte. Ich habe eine Dreiviertelstunde mal gefragt, die Frage war. Ich hätte Wohlgefühl, so ja, sehr, Kompliment sehr. Genau. So, normalerweise haben wir hier dann im Kühler noch mal eine Flasche von dem Weingut, das beim nächsten Mal. Ich bin mir auch gewohnt, dass ich das immer vergesse. Ja. Von daher, genau. Wir haben das nächste Mal ganz spannende Kombination da. Und zwar meine Nachbarin zum einen. Deine Nachbarin? Nicht weit von mir entfernt, aus Monsernheim. Ja. Gesine. Gesine Wedenborn. Nein, genau. Wedenborn heißt sie gar nicht, gell? Wedenborn, das Weingut heißt sie. Ja. Genau. Gesine Roll. Mattern. Und die liiert es. Wilhelm Weil, traditionsreiches Weingut, großer Weingut Name. Weil. Genau, ja. Weingut Weil. Jetzt, wenn die Kamera aus ist, erzähle ich eine witzige Geschichte. Ach komm, erzähl die doch jetzt mal. Also gut, Weingut und Weil die, aus dem die zwei Rheingau. Sind auf jeden Fall da. Die haben wir eingeladen, die kommen zusammen, genau. Ja. Und der hat sich zum Schluss auch da gefunden, wo es gut ist, in Rheinhessen. Ja. Und deswegen, genau, die zwei kommen zusammen, was mich sehr freut. Freut mich auch total. Er ist ein total witziger Typ, das würde man dem nie zutrauen, wenn man ihn so sieht. Er ist großartig, genau. Ja. Aber die haben sich auch gesucht und gefunden, finde ich. Die passen unheimlich gut zusammen. Gesine macht ein großartiges Sauvignon. Und was du willst, macht wir mal. Er ist bekannt für Riesling, ne? Aber dann machen wir so ein Riesling-Bettschießen zwischen Rheinhessen. Ein tolles Paar, tolle Kombination, ein schöner Podcast. Das wird super. Das glaube ich, ja. Coole Kombination. Bist du einverstanden mit der Kombination fürs nächste absolut, Mal? Ja. Kommst du mal vorbei dann? Jetzt müssen wir mal die Kamera ausmachen. Wenn du mich eingeladen, hör mal. Und da trinken wir drauf. Hast du schon wieder nichts im Glas, oder wie? Doch, der Jochen hat mir wieder wenig eingeschüttet. Die sind Chardonnay. Vielen Dank fürs Kommen. Es hat riesen Spaß gemacht. Danke auch dir, Jochen. Danke für den großartigen Wein. Ja, danke für den großartigen Wein euch beiden. Chin, chin, bis zum nächsten Mal.